Hallo liebe Mutzis, ich habe gute Nachrichten für euch. Ich, also der Joel von Mutzenbecher, bin wieder auf Tournee mit einer komplett neuen Show. Sie heisst Zero. Und sie ist so gut, sie braucht keine Tryouts, aber wenn ich noch ein bisschen Kohle brauche, mache ich trotzdem ein paar. Es fängt an am 20. September in der Dreieckbar in Frauenfeld. Wie heisst die Dreieckbar wie zu Basel, aber ist eine Frau. In der Dreieckbar. Dreieck. Ja. Frage den Turner, ich kann es euch sagen. In der Dreieckbar in Frauenfeld. Dann gibt es ein Tryout in Herzogenbuchsee am 22. September im Kreuz. Ja, ist übrigens auch der Start von der Comedy-Männer-Tour, aber geht auf Herzogenbuchsee. 5. Oktober, Kleinbühne in Chur. Dort haben wir auch schon gesehen, ist wirklich sehr lustig. Support Rolf Schmid. Support Rolf Schmid hat ein Buch draussen. Sensationelles Buch, lesen. Absolut. 6. Oktober, Zero Tryout in der Kantine in Bülach. Dann gibt es eine grosse Premiere, da könnt ihr alle kommen, es gibt gratis Getränk, Baschi. Im Theater Fotoi in Basel, neu, der Joel von Mutzenbecher im Theater Fotoi, kommen Sie vorbei. Dort spielt ihr dann übrigens, einfach weil die ja sonst kein Programm habt, durch bis am 21. Oktober. Im LWB in Baden ist er am 27. Oktober, am 16. November im Kulturzentrum Höhlenstein in Glarus. Das heißt Höhlenstein. Höhlenstein. So, ausgehöhlter Stein. Dann Kulturfabrik Kofmal in Solothurn am 25. November. Dort habe ich auch mal gespielt und dann ist der Chris von Rohr einfach vor der Show hinterher gekommen und hat von meinem Catering gefressen. Ohne zu fragen. Er ist einfach hinterher gekommen und hat sich bedient. Er hat einfach mein Catering weggefressen. Liebe Grüße auf Soleur. Zero im Parterre in Luzern gibt es das gesehen am 29. November. Dann im Hidden Harlequin, wer kennt es nicht, in Zug am 30. November. Und oh, liebe Grüße an Edu, wenn du dort bist. Unbedingt. Theater am Käfigturm in Bern am 2. Dezember. Wer dann das Programm schon 20 Mal gesehen hat und sagt, das 21. Mal ist immer das beste Mal, am 7. Dezember im Kiff in Aarau, 8. Februar, Obere Mühle in Dübendorf. Das ist darum die Obermühle, weil man ist im ersten Stock. Dann 28. Februar in der Grabenhalle in St. Gallen. Ihr erratet schon warum, weil man ist im Graben unten. Am 5. März, das ist ein Tag nach meinem Geburtstag, nachdem wir mir gratuliert haben, am nächsten Tag gehen wir ins Bernhard Theater in Zürich, schauen dort Zero am 8. März in Marabu in Gelderkinden. Ja, das steht, wo der Basti her ist. So ist es. Und das Kulturzentrum Braui macht den grandiosen vorerst mal Abschluss von diesen Terminen, wo man weiss, am 21. März Braui Hochdorf, das ist der Geburtstag von Roman Kirchsberger. Du hast deine Daten sehr gut gelegt. Kauft eure Tickets schon von mutzenbecher.ch und jetzt geht's los mit dem Podcast und einem Gast, der keine Solo-Show hat. Weltklasse. Du siehst deutlich frischer aus als ich. Es ist lustig, weil ich schlafe seit 2 Wochen nicht. Ah ja? Ja, schlecht. Weiß aber nicht warum. Sind wir jetzt schon im Pod? Weiß nicht. ich kann eure Aufnahmestrategie nicht. Nein, wir dürfen, welche Infos wir dürfen senden und welche nicht. Ach so, ja, nein. Nicht so dick leider. Nein, ich verwache einfach irgendwie zwischen 4 und 5 am Morgen. Ich weiß nicht warum. Du wirst wahrscheinlich einer von denen, der mit dem Alter so, ich stand um 3 Uhr morgen auf, dann mache ich meinen Spaziergang, dann mache ich die Mails und dann hat es vor dem 6 Uhr morgen vor dem Tag an. Sounds accurate. Yeah. Nein, ich weiß wirklich nicht, was es ist, aber also ich glaube, ich habe im Moment einfach mega, mega viel im Kopf. Ja. Yeah. Und das lässt mich nicht schlafen. Aber nicht negativ. Das bist du nicht einfach gewöhnt, gell? Ja, nein, normalerweise ist es einfach wirklich hohl und leer und so ein bisschen ein Raum am Morgen, wo man viel Platz drin hat. Und jetzt plötzlich ist der gefüllt. Ja, das habe ich aber auch so phasenweise, dass das halt einfach wirklich, eben, du hast das Gefühl, egal was du darüber nachdenkst und wenn du es irgendwie abhökelst, sobald du ein bisschen Platz frei machst, kommt etwas Neues drin und es hört nicht auf. So. Ja, jetzt sicher vor dem neuen Programm vor allem auch. Oder? Ja, das ist dann so ein Begleiterschein, dass wenn du das Gefühl hast, jetzt ist mal alles weg und dann denkst du zu früher, ne?
Ich weiss noch, als ich den Cenk kennengelernt habe, wo ich eigentlich gefunden habe, wow, das ist ja der Traum. Das ist einfach, weißt du, den Tag durch, kannst dir irgendwie Jokes überlegen und so, dann gehst du auf die Bühne. Und dann habe ich gedacht, ah, ich glaube, 2 Monate oder so habe ich das mal gehabt. Dann hast du mich fucking zu schaffen. Ja, und dann kommt der ganze Rattenschwanz drumherum. Ja. Aber trotzdem siehst du frisch aus. Also, danke. Du hast dich schon in den Rhythmus reingelebt jetzt. Ja, vielleicht wäre es, wenn wir zum Nachmittag wieder aufzeichnen, würde es vielleicht anders aussehen. Ich merke so, ab Mai werde ich eigentlich müde. Das ist so. Und dann darfst du aber eben nicht schlafen. Nein, außer weniger als 20 Minuten. Ja, Powernap. Das hast du mir ja beigebracht, als wir jetzt in Italien waren. Und das hat funktioniert. Das war ein Airbnb, dort haben wir wenigstens nicht müssen Pflanzen gießen. Kommst du jetzt eigentlich Karten über von diesen Pflanzen, die du hast müssen gießen? Ich finde, das wäre wenigstens fair, dass sie sich dann auch wieder meldet. Ich habe eine gute Bewertung gekriegt auf Airbnb. Dass du Pflanzen gut gegossen hast. Genau, ich habe sehr Sorge. Also wer nicht checkt, über was wir reden, die letzte Folge wäre die Auflösung. Absolut. Und wahrscheinlich dann auch mein Programm. Ich habe das Gefühl, Pflanzen gießen. Es muss eigentlich schon rein. Pflanzen gießen kommt, glaube ich, rein, ja. Ich fände es einen schönen Twist, wenn du nachher würdest erzählen, dass du jede Woche eine Karte bekommst von den Pflanzen, wie es so geht. Hey, du Briefkasten überquellen. Es geht gar nicht anders. Es sind wirklich sehr viele Pflanzen. Sehr, sehr viele Pflanzen. Nein, wir haben bei dem Airbnb, wo wir gesehen sind, haben wir eigentlich gar nicht müssen machen, weil es hätte ja gar nicht gehabt. Nein. Was es gebraucht hätte, wäre eine Klimaanlage gewesen. Eine Klimaanlage wäre toll gewesen. Ja. Und vielleicht so etwas wie Salz. Pfeffer. Wasser. Vielleicht ein Küssi. So, ja, also. Das Küssi wäre schön gewesen. Das war eigentlich das Gegenteil gewesen vom Airbnb, wo ich jetzt gesehen bin, wo man halt eben quasi auf eine Wohnung hat müssen aufpassen musste. Dort gesehen, da hattet ihr ein Grundgerüst. Schaut mal, was ihr damit macht. Ist es auch einfacher gewesen zum Herfahren? Ja. Also der Parkplatz natürlich. Es ist einfacher gewesen, weil ich bin mit ÖV gegangen. Dann geht es eigentlich. Ja. Und in Paris willst du auch nur mit ÖV gehen. Joe, ist das so schlimm zum Fahren? Es ist schrecklich. Es ist eine Großstadt mit einem Strassennetz von... Aber also halten Sie sich so ein bisschen an die Regeln? Weil grundsätzlich bin ich schon in Frankreich gefahren. Jetzt kommt ja, die Regeln werden einigermaßen eingehalten, weil du kannst gar nicht hinfahren. Also du stehst auf 3 Stunden. Weil das ist nicht so wie Italien, wo so eine Vortrittsregel mehr eine Empfehlung ist als wirklich eine Regel. Nein, obwohl das gehört ja verschiedenes. Es gibt Leute, die behaupten, ich bin perfekt im italienischen Straßenverkehr. Weil für mich macht es Sinn. Weißt, für mich ist es logisch. Also nach dem Motto, ich fahre auch einfach mal drauf los. Genau, einfach mal irgendjemand reinzwängen. Ja. Yeah. Weil, das haben wir auch im letzten Podcast kurz besprochen, auf Mailand, respektive Monza, sind wir mit dem Auto. Und dort habe ich dann auch gefunden, ich muss mich ein bisschen anpassen. Und dort habe ich dann gesagt, mit dem Büsser darf man nie auf Mallorca fahren, weil er passt sich auch an. Ja, das stimmt. Wobei die Mallorquiner viel anständiger fahren wie ich. Das ist dann auf deine Ausrede dort. Es ist lustig, ich habe ja jetzt ein paar Mal Gäste bei mir gehabt, in Mallorca. Und fast alle haben irgendwann auf einer Autofahrt mal den Satz gesagt, ich will im Fall nicht sterben da. Ja, eben. Ich finde immer, ich fahre gar nicht so schlimm. Fahre ich zu schnell oder was fahre ich? Ja, du hast eine gute Beschleunigung, sagen wir mal. Das ist eben das Problem, wenn du, oder ich habe ein elektrisches Auto daheim. Ja. Also da in der Schweiz. Und wenn du dann eben das nicht mehr hast, dann bist du aber gleich gewöhnt, dass es halt ein bisschen schnell muss gehen. Ja. Yeah. Und dann musst du einfach mehr drücken. Vielleicht ist es das. Der Bleifuß. Ja, nein. Nein, aber wo wir eben dort in dem Airbnb gewesen sind, du und ich, dort bist du sehr auf der Fresse gewesen. Darum hast du Powernaps gemacht. Ja, aber ich konnte auch nicht pennen, weil es ist in der Nacht nicht übertrieben mindestens 33 Grad gewesen. Ja. Und ich kann nicht schlafen, wenn es warm ist. Das ist unmöglich. Wenn am Morgen um 5 Uhr, wo es dann gerade mal so auf 29 Grad runtergefallen ist, dann konnte ich mal für 2 Stunden schlafen und dann bist du schon wieder aufgestanden. Und wir haben ja doch auch gearbeitet dort. Und ich bin mindestens 2 Mal am Tag schnell eine Powernap machen. Und das bringt es wirklich? Ja, das hat es tatsächlich ein bisschen gebracht. Ja. Und mit dem elektrischen Auto dort rauffahren, das war ein Erlebnis. Ja. Man muss dazu erklären, ich glaube, ich weiß nicht, wer es rausgesucht hat. Habe ich es rausgesucht, das Airbnb? Nein, ich glaube, ich habe es rausgesucht. Du hast es rausgesucht. Ja. Und dann haben aber du beschreibst nicht so genau gelesen. Tönt gut, gerade am Comersee. Was haben wir
auch Grad heiß. Ja, das stimmt. Die Luftlinie ist ja sehr nahe. Absolut. Es ist einfach ein Kilometer der Berg drauf. Weiter oben. Ja. Und der Anfahrtsbeschrieb ist einfach gesehen, irgendein Parkplatz. Dort an dem einen Strandli. So, und dann halt, fahren wir. Ich hatte Foxy auf dem Schoss. Fahren wir zu dem Parkplatz, dann muss man mal anrufen. Und dann heisst es, in 20 Minuten komme ich. Genau. Und dann kommt einer mit mir, das habe ich auch noch nie gesehen vorher, Offroader Cinquecento. Ich habe nicht gewusst, dass das gibt. Ich auch nicht, aber ein 4x4 Cinquecento. Yeah. Und dann schaut das Auto an und sagt, difficult. Und du hast gefunden, nein, ich kann nur lassen. Genau, ich kann dort die Höhe verstellen. Das kannst auch tatsächlich um maximal, glaube ich, 11 oder 12 cm. Ja. Ist aber entscheidend gewesen. Was für dort knapp hilft, ja. Und dann sollte ich so eine, man kann es nicht mal Weg nennen. Dann ist einfach so ein bisschen Strössli mit zum Teil so grossen Felsen und was weiß ich. Und er ist vorgefahren. Und er hat immer wieder gewartet. Und wir haben dann gesagt, wahrscheinlich läutet er jetzt gerade seinem Kollegen an und lacht sich einen Schranz und sagt, komm schnell zum Haus, musst schauen, wirklich. Die zwei Idioten kommen. Wir haben da so eine schwule Pärli aus der Schweiz. Die haben das Gefühl, sie können mit dem Tesla laufen. Giovanni, schau das an, du kannst es nicht vorstellen. Und wir beide Blut und Wasser geschwitzt. Dann kommen wir da oben an und dann merken wir eben, es hat nichts. Und wir haben im Vorfeld da gesagt, nein, wir können ja dann dort nicht mehr essen. Ja. Und am ersten oben sind wir dann, glaube ich, auch schnell runtergelaufen. Ja. Also schnell. Schnell, sind gerade 45 Minuten bis du unten bist. Sind wir runtergewandert. Ja. Und dann haben wir mal rausgesucht und gefunden, wenn es geht, gehen wir nicht mit dem Auto einkaufen, weil eben den Weg möglichst selten machen. Mhm. Und dann haben wir gesehen, es war reiner Fußweg, ein Weg, war glaube ich 6 Kilometer gesehen zum nächsten Supermarkt. Bei knapp 40 Grad. Und dann haben wir halt zweimal den Trip gemacht. Ja. Mit dem Auto. Und ich habe eine Tomatensauce gekocht und wo wir dann das nächste Mal verreist sind, sagst du mir, dass du Tomatensauce nicht gern hast. Und ich also gedacht, ich bin geiler Sieg, ich koche eine Tomatensauce, die für 3 Tage hält. Ja, hat sie auch. Ja, ich habe gewusst, wir können jetzt nicht nochmal posten. Nein, aber es ist jetzt einfach nicht ein Favorite von mir, Tomatensauce. Aber es ist nicht so, dass ich dann nicht essen kann. Nein, du hast dann noch eine Pesto gehabt. Die hast du besser können verschlingen. Ja, das ist ein bisschen einfacher. Ja. Oh Gott. Aber es ist eigentlich schon schön so örtlich gewesen, weil es sind jetzt nachts in der Dreh vorbeigekommen und so. Es war am Waldrand gewesen und dann sobald eben die Sonne oben ist, sind da Tierli vorgekommen und so. Also wirklich, wirklich schön. Auch für die Foxy, sie hat es natürlich lässig gefunden, die dann gehen. Ah, und das eine Mal hast du am Morgen nicht mehr können pennen, weil du gesagt hast, irgendetwas ist... Es sind zwei Wanderinnen vorbeigekommen, yeah. Glaube ich. Und ich weiss, was ist der Case gewesen? Haben sie Streit gehabt? Ja, und irgendwie noch zwei Tiere haben sich vergnügt. Zwei Tiere haben... Stimmt. Und ich habe das in meiner morgendlichen, noch nicht wirklich Achtsamkeit, habe ich das irgendwie zusammen da. Dass ich dann irgendwie das Gefühl hatte, zwei Wanderinnen haben gevögelt. Und wegen dem hast du nicht können schlafen. Und ich so, was? Was ist passiert? So erzählen sie dann auch weiter. Genau. Ja. Ja. Ja, morgen sind zwei. Zwei Wanderinnen haben gevögelt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe Vögel gehört und zwei Wanderinnen sind vorbeigelaufen. So, aber ich habe natürlich das verstanden, was ich will. Natürlich. Das ist wie heisst es. Das ist der Wunsch der Vater vom Gedanken gewesen. Absolut. Sehr schön gesagt. Und jetzt bist du gerade ein bisschen im Zeug und Gedankenkreisel, weil, was haben wir? Am Samstag sind Swiss Comedy Awards. Richtig. Jetzt sind wir jetzt voll in den Vorbereitungen. Moderationen müssen geschrieben sein bis heute Nachmittag. Da habe ich gesagt, gut, ich liefere es ja bis am Donnerstag. das ist dann für ein, sagen wir, grosses Medienhaus, das gerne Sachen auch ein bisschen plant. Schwierig, wenn sie dann hören, ja wie, 2 Tage vor der Show kommen Moderationen. Dann sind die, alles, also es bleibt alles im Ablauf gleich, einfach ich tue vielleicht noch die ein oder andere Sachen ein bisschen anpassen, aber und da sind und vor allem bei der Live-Show tut mir dann noch das ein oder andere anpassen.
Weil sonst könnte man es ja nicht es sagen. Es ist ja nicht live. Das ist ja ein bisschen schade. Wobei ich glaube, mit dem, was wir jetzt planen in dieser Show, ist es auch gut, wenn es nicht live ist, weil es hat durchaus die ein oder andere Fehlerquelle drin. Mhm. Und vielleicht dann gut, wenn man noch ein bisschen Postproduktion hat, weil ausgestrahlt wird, der Comedy Award erst am 23. Samstag, 23. Ja. Genau. Also genau. Yeah. Er findet am 16. statt, ja, 16. Aber wird ausgestrahlt am 23. Ja, damit man noch eine Woche lang kann. Nein, ich glaube, weil irgendwie noch Happy Day oder irgendeine andere Live-Kiste ist aber gleichzeitig und darum hat man nicht können den Comedy Award live machen. Was aber voll okay ist. Wir sind ja sowieso alle nicht dort wegen dem Fernsehen, sondern weil wir einfach noch etwas trinken wollen. Absolut. Ja. Absolut. Weil es sind ja diesmal wieder ein bisschen kleinere Comedy Awards. Eigentlich nur die Familie. Es ist eigentlich nur die Familie. Ja. Ja, mit allen, die man sich nicht aussuchen kann. Genau. So. Ja, halt eben das Familienfest. So wie im eidgenössischen Schwing- und Alperfest, wo sie sagen, Tickets sind für die Familie. Ticket die 60'000. Genau. Für die engste Familie. Die Sponsorenfamilie. Ja, ich freue mich sehr, weil ich habe nichts zu tun, was ich gross... Du gar nichts machen? Nein. Du bist aber nominiert, wenn es mir recht ist. Nein, aber sehr lieb von dir. Ist das Jahr gewesen, wo du kein Stand-Up-Programm gemacht hast? Tatsächlich, ja. Ja. Du triffst es aber wirklich gut. He? Sprich, ich habe nachträglich hab ich gemerkt, wahrscheinlich gültig für die IGOB war meine zwei Shows zu Basel, die ich Best-of gemacht habe. Weil das ist ja eine eigene Show gewesen. Ja, ja. Aber nein, jetzt kommt ja gerade das Neue. Darum ist jetzt so. Noch nicht... Also du bist nächstes Jahr wieder nominiert. Weil ich glaube, es ist ja niemand... öfter nominiert gewesen wie du, weil du einfach ein Pace raushaust an Solo-Programm, wo sonst in diesem Land niemand hat. Ja, ich habe gedacht, vielleicht gibt mir das den Sieg, aber nein. Willst du wirklich so einen Comedy Award? Ich merke, wie ich mich langsam ein bisschen entfahre. Im Sinn von, früher habe ich gedacht, das ist der einzige Preis, den ich wirklich will gewinnen. Uh-huh. Also früher noch, wirklich noch vor ein paar Monaten. Und jetzt bin ich wirklich so am Punkt, und das ist ja dann eigentlich, es klingt so blöd, nicht, dass das jetzt bei mir wird passieren, aber sehr oft, wenn man nicht mehr so einen Druck verspürt oder irgendwie sich so verbisst auf etwas, dann passiert es auf einmal. Also ist mir bei ganz vielen Projekten gegangen und so Zeugs, wo der früher immer so denkt, ich will unbedingt mal dort mitmachen oder keine Ahnung was. Und wenn du dann irgendwie in Gedanken so ein bisschen loslässt und einfach so ein bisschen gehen lässt, dann auf einmal kommt eine Anfrage. Und dann bist du so, geil, aber es ist nicht so, dass yes, endlich, ich has geschafft, sondern es tut sich so ein bisschen, ich finde es ja gut, es tut sich so ein bisschen einpegeln und man tut das Zeug so ein bisschen normalisieren, sage ich jetzt mal. Und es hat einfach keinen Effekt, oder? Also, wenn du einen Oscar gewinnst, dann geht einfach deine Gage für den nächsten Film um 5-6 Millionen rauf. Ja. Yeah. Das passiert ja jetzt bei uns nicht. Also, nein, weil wir haben ja schon 5-6 Millionen. Voilà. Und darum hat mich das Moderieren von dieser Show immer viel mehr gereizt, als der Preis jetzt gewinnen. Also ich wollte jetzt auch nicht konkretieren, ich hätte natürlich Freude, wenn ich irgendwann mal einen überkomme, aber das ist jetzt wirklich, wirklich kein Ziel. Also, nein, ich habe im Leben noch nie einen Preis gewonnen, außer ich bin mal beliebtester Zürcher geworden, aber da kann man auch darüber diskutieren, ob das jetzt, ich höre sogar den Solti lachen und der sitzt 10 Meter entfernt. Also, Ja, ich bin ganz ehrlich, ich würde am liebsten gewinnen für die Rede. Für die Rede? Ja, für die Dankesrede. Weil ich ach so. Ich sehe in dem natürlich dann wieder ein Comedy-Auftritt. Mhm. So, also das Liebste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mal so eine Laudatio halten, wo ich dann so einen Sketch geschrieben habe, wo der Charlie irgendwie noch dazwischen funkt und was weiß ich. Mhm. Sehr lustig gewesen. Und so Zeugs macht mir Spass. Ja. Also weißt du, ich finde nichts lustiger, wie wo der Will Ferrell der Mark Twain Prize of Humor gewinnt. Und dann hat er das natürlich auch vorbereitet, dass ganz oben wird da irgendwie ein Rede nach der anderen für ihn geschwungen und was weiß ich. Und dann kommt er auf die Bühne, nimmt ihn in die Hand und dann geht er am Boden und zerspringt in 100 Teile, oder? Und der ganze Rest von dieser Rede ist dann halt einfach wieder mit einem kaputten Preis und weißt du so. Ja. Und natürlich ist das geplant und... Das ist auch nicht der richtige Preis gewesen. Genau, aber das ist einfach so Zeugs liebe ich. Ja. Wie auch, weißt du, so altes Zeugs wie, keine Ahnung, Monty Python, wo der eine gestorben ist, haben sie ja in einer Talkshow, haben sie seine Urne mitgenommen. Wo dann nach 10 Sekunden umkippt und die ganze Asche ist verteilt. Weißt? So, dort sehe ich halt Comedy. Ich finde geil, in Momenten, wo
man könnte etwas Ernstes machen. Das dann eben nicht machen. Richtig, dann nochmal etwas daraus rausziehen. Yeah. Oder? Und darum habe ich eigentlich wirklich seit Jahren habe ich eine Idee für, was meine Rede wäre. So. Also du hast die Rede, hast du auch Dankesrede, hast du eigentlich schon geschrieben? Ja, ich kann jetzt nicht zu viel verraten im Sinn von, was die Idee per se war. Auf der anderen Seite, der Podcast, der Solti kriegt es mit. Also, weißt du. Okay. Ja, ich kenne die Zahlen nicht, aber falls unser Podcast sollte gewinnen, was ja allenfalls im Bereich von möglichen liegt, können wir ja sonst auch einfach dir den Platz überlassen. Dann kannst du unsere Rede machen, weil wir haben gerade diese Woche ein Meeting gehabt und gesagt, du, also, falls wir jetzt den Publikumspreis gehen, wer sagt etwas, was sagen wir, weiss doch nicht, ja, schauen wir dann und so. Ja gut, du bist eh schon auf der Bühne. Ja, für mich ist es ein bisschen eine Helene Fischer-Situation, wo der Echo moderiert und selber fünfmal gönnt. Das wird nicht passieren. Oder der RTL-Fernsehpreis, oder wie heisst wo dann auf jede News-Sendung von ihnen kriegt noch einen Preis. Voilà. Oder, und das ist ein bisschen, also ich habe es jetzt im Writing so gemacht, dass in der Kategorie, wo ich nominiert bin mit den Comedy-Männern, dass dort Nadja allein moderiert. Weil ich gesagt habe, das ist völlig weird, wenn ich die Kategorie muss ansagen und sage, wer sind denn, das ist aber, weil es gibt wie keinen Umstand, wo das irgendwie cool kann sein. Und eine persönliche Empfehlung abgeben. Ich würde ja. Letztes Jahr haben wir immerhin die Situation gehabt, dass Nadja und ich beide nominiert waren in der Kategorie online. Dann hebt es sich wieder auf, dann kann man sich ein bisschen blöd anficken. Aber ja, das mal hat sich das jetzt wie nicht ergeben, oder? Absolut. Ja. Ja, eben darum. Ich entferne mich langsam. Darum freue ich mich jetzt so, weil ich kaufe Co. Ich habe nichts zu tun. Das ist eben schon geil. Das wird mir ab nächstes Jahr auch so gehen. Nein. Das sind meine letzten. Du bist jetzt, glaube ich, fix gesetzt für die Moderation. Nein. Also, es sind meine letzten Comedy Awards. Was? Ja. Wieso? Ich habe gesagt, ich habe es jetzt fünfmal gemacht. Gut. Ich hätte jetzt gedacht, das ist... Das ist so ein Lifetime, dass man mich nach 20 Jahren dann, so wie es jetzt beim Röbi Koller bei Happy Day ist, dass man irgendeinen Weg muss finden, ihm zu sagen, hey, mega cool und du machst es wirklich gut. Aber irgendwann müssen wir... Mal schauen, vielleicht so. Okay. Nein, ich hab wie gefunden, es ist fünfmal ist eine gute Zeit und ich habe 18 Late-Night-Shows nächstes Jahr und es muss nicht nur mein Grind immer bei SRF Comedy zu sehen sein, finde ich. Okay. Also wir haben so eine coole, diverse Szene mit so vielen Leuten, die das mindestens so gut, wenn nicht besser können. Also, all gut. Eine Gefahr war dann, dass man das Gefühl hat, jetzt müssen 30 verschiedene in einem Jahr, alle nehmen einen kleinen Part und so, das wird dann meistens ein bisschen schwierig. Das ist schon bei den Oscars, ist das mal gesehen. Muss ich wirklich keine fixe Haupthost... Ist das dort, was der Kevin abgesagt hat? Genau. Ja. Und da haben sie gefunden, hey, wir tun das jetzt so... Fände ich auch dumm. Ich finde grundsätzlich immer setzen auf ein Gesicht, zwei Gesichter, whatever. Ja, und dann kriegt ja jede Show so ein bisschen einen eigenen Charakter. Und der kann ja immer wechseln, oder? Aber das habe ich bei den Oscars habe ich immer toll gefunden, wenn sie eben irgendetwas aus der Comedy genommen haben. Mhm. Und es sind wirklich immer andere Oscars gesehen. Ja. Mit einem spürbaren Charakter. Und es ist eigentlich immer geil geworden. Aber nicht. Weil natürlich auch die Charaktere dort haben können sagen, ich will es so und so. Bei den Oscars ein bisschen so, vor allem Emmys. Emmys sind eigentlich die geilsten Awardshows, oder? Ja, oder auch Golden Globes. Genau. Oder wenn du siehst, was der Ricky aus denen gemacht hat, das ist natürlich... Aber ich glaube, dort ist ja nicht immer der Text schon im Vorfeld ganz klar abgesagt. Vielleicht schon, aber nicht der, was er nachher gesagt hat. Also ich könnte mir jetzt noch vorstellen, da auch das live ist. Andererseits, die senden ja zeitverzögert, oder? Die haben ja immer... 30 Sekunden Spatzig für die Fluchwörter und so. Fluchwörter und glaube im Notfall hätte es dort wahrscheinlich dann auch noch eingegriffen. Aber also, dort sind die Amis halt ja dann gleich Profis. Oder sie spielen dann pörig dann vorne durch die Senderschiffe, dass sie sagen, ja, aber das hat er uns nicht gesagt und es geht überhaupt nicht und so. Yeah. Und hinten durch sagen sie, danke vielmals, es hat uns riesig gefunden. Nächstes Jahr wieder. Nächstes Jahr gerne wieder. Ja. Genau, und er ist ja dann, glaube ich, auch in jede erdenkliche Show eingeladen worden, um dann nochmal drüber reden, wo sie dann auch nochmal Clips gezeigt haben und dann immer so zwei Fragen, fühlst du dich gut, dass du das gemacht hast? Mhm. Aber eben, es ist ja eigentlich das Trump-Phänomen, dass einfach, man hat darüber abgeflucht, aber man holt sie dann überall an. Oder? Ja, und das ist, also das ist immer wieder faszinierend und schockierend zugleich, das ist ja auch die Schweizer Politik, oder? Also, die Linken und die Medien springen ja wirklich über jedes noch so
kleinen Stöckchen, wo man die SVP anhebt. Ja, ja, ja. Einfach denke, gumpelt doch einfach nicht mehr drüber. Und dann macht es, also ich kann nur aus der Erfahrung, die ich mit meinem Hund gemacht habe, das Spielzeug ist nur so lange interessant, wie man es interessant macht, oder? Absolut. Und solange man darauf reagiert. Yeah. Oder wenn sie mir ein Stöckchen bringt und ich rühre es halt weiterhin, ja, dann bringt sie es weiter. Wenn ich es nicht auflese, dann läuft sie auch weiter. Also, und das ist etwas, was ich nicht verstehe, wie einfach, es sind so einfache Empörungsmechanismen, die da funktionieren. Genau das gleiche jetzt auch mit dem Song, den sie ja wieder gemacht haben. Das ist doch lustig, oder? Und ja, aber man könnte auch eine Woche über den SVP-Song reden. Weil das ist eine Woche, wo man nicht über Themen redet, oder? Wo man tatsächlich müsste angehen. Und das ist so einfach und das macht es halt einfach so viel besser. Und halt von dieser Show in der Swiss Life Arena, was du willst. Das ist grosses Kino gewesen. Inhaltlich Katastrophe. Ich habe wirklich, also ja. Fremdschämen hoch 100 und der Auftritt von diesen beiden jungen SVPler, wo wirklich eigentlich, also könntest du meinen, das Land ist kurz vor dem Untergang, oder? Kann man das schauen? Oder? Ja, man kann es schauen, es geht 6 Minuten. Werden wir dann gerade von YouTube zogen? Ich würde es, glaube ich, nicht einspielen, einfach. Wobei, es ist eigentlich bessere Comedy, als wir jetzt da in den letzten 30 Minuten geliefert haben. Aber es, das ist ja leider oft so. Ja, ja. Aber es ist wirklich, es ist tragisch, wenn du siehst, ja. Aber nochmal, aus dem reinen Show-Aspekt ist das natürlich etwas. Also, wie hat der Anlass geheißen? Das ist ja der SVP-Wahlkampf-Auftakt in der Swiss Life Arena, moderiert von Roman Kreuzberger. Es war faszinierend, wie man das wirklich völlig amerikanisiert hat. Aber auch da, ja. Ich bin ehrlich, ich habe noch keine Sekunde davon gesehen. Ich habe gelesen, dass es... Ja, bring mal 4.500 als Partei, 4.500 Leute in eine Halle, wo man einen Wahlkampf aufsteht. Ja, jetzt hast du einen guten Moment verwischt. Ja, da. Der Roger Köppel, also, man sieht, das ist da, Gamilote. Unsere Botschaft ist klar. Wir wollen eine sichere Zukunft in Freiheit. Okay, kein Inhalt. Ja, ja, ja. Ja, ja, eben, es sind natürlich Parolen gewesen. Da sieht man den Walter Frey, der das Stadion mitfinanziert hat. Das sind keine Friends gewesen, oder? Yes, der große Auftritt. So, aha, das ist, ja, genau, We Are Family, oder? Damals haben sie es wahrscheinlich noch dürfen. Das ist auch eine schöne Szene. Das Blochers, Milliardäre fahren auf dem Heuwagen rein, verkleidet als Bauern. Also, und dann werden sie von Roman Kirchberger interviewt. Es ist wirklich, also das ist als Realsatire nicht zu überbieten, oder? Wenn zwei von den reichsten Menschen vom Land erzählen, wie schlimm das alles ist für die kleinen Leute. Also, wirklich. Ja, der Roman tut schnell das Kärtchen checken, ja. Welche vorbereitete Frage noch muss gestellt werden. So, dann singen sie noch ein bisschen. Wow. Ja, aber eben, also von der Inszenierung her ist das grosses Kino. Ja, und das ist ja dann auch so etwas, das macht ja, ich nehme an, du weißt sogar wer, irgendeine fette Produktionsfirma. Ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht wer, aber es kommen wahrscheinlich etwa zwei in Frage. Ja, wo das dann natürlich nicht in die Referenzen tut, aber... Genau. Aber das Geld nehmen sie gerne. Genau, aber, ja. Aber einmal schön alle Jahreslöhne abgreifen. Ja. Und da muss man nicht mal dafür oder dagegen sein, was die politisch vertreten. Kann man ganz neutral sagen, das ist grosses Kino. Inszenierung können sie, ja. Definitiv. Ja. Ist ja heute schwierig geworden, so Sachen zu sagen. Das ist jetzt, kann man jetzt eigentlich gerade wieder auslegen, als dass ich das unterstütze, dass man das so macht. Oder? Nein, sondern mit Trends ganz klar. Sie wissen sich richtig zu inszenieren. Ja, ja, aber so. Das ist, weil du nicht das 0-1-Denken hast, oder? Die meisten können ja heute nur noch in 0 und 1 denken. Absolut, das ist eins von den Problemen, wo ich immer persönlich als sehr stark gewicht, wie du sagst, 0-1, das binäre Teams wählen. Das heißt irgendwie, entweder ist man da oder man ist da. Ja. Und es gibt nichts mehr anders. Und man kann eigentlich nicht mehr darüber reden und es wird dann eben alles auch noch sehr gern anders ausgelegt. Und es ist etwas grundsätzlich schlimm oder es ist etwas grundsätzlich grossartig und so weiter und so fort. Ja, das ist wirklich für die meisten Leute nicht mehr möglich, zwei Facetten auch zusammenzubringen. Oder, also respektive die auch können zu trennen. Oder ich kann ja problemlos sagen, die Musik von Michael Jackson richtig geil. Mhm. Aber ich würde meine Enkel nicht zum Hüten geben. Ja. Das sind zwei Sachen, aber beides stimmt. Mhm. Er kann ein schlechter Mensch sein, aber er kann ein geiler Musiker sein. Es ist, geht wunderbar zusammen. Das tun sie jetzt nochmal aufrollen. Da bin ich auch gespannt. Ja, hoffentlich auch.
Das ist wirklich wichtig, dass wir einem Toten jetzt noch nachweisen können, dass man nochmal einen Prozess macht. Ja, doch, aber dort geht es natürlich um Stutz, weil eventuelle Verurteilung würde Auswirkungen haben auf irgendwie die Musikrecht. Irgendwie so. Gut, wenn am Schluss von dem die möglichen Opfer profitieren, all good. Das fände ich auch, ja. Aber ich zweifle, dass das dann der Fall wäre. Eben. Ich glaube, da werden ganz viele andere davon profitieren. Man würde es einfach ihm, respektive seiner Familie, ein bisschen mehr entziehen. Und dann würde... Zuerst mal Anwalt relativ viel für jeden. Genau, und irgendwie die gleichen drei dicken Krawatten noch ein bisschen mehr in den Sack kriegen. So. Das ist natürlich ein bisschen der Punkt. Aber Ist das, weil die Leute sich nicht mehr Zeit nehmen, sich wirklich mit etwas auseinanderzusetzen? Oder weil es einfach irgendwie geil ist, möglichst eine starke Meinung zu haben? Oder ich weiß aber zum Teil nicht, was es ist. Warum wir jetzt an dem Punkt sind. Ja, ich glaube, auch da nützt ja binäres Denken nichts. Es ist auch dort nicht 1 und 0, sondern es sind ganz verschiedene Faktoren. Yeah. Das eine ist sicher ein Meinungsdünsch, wo man natürlich über Social Media heutzutage hat, dass wenn du nicht auch immer automatisch deine Meinung zu allem sagst und nicht immer automatisch eine Meinung hast, dann wirst du wie gesellschaftlich, zumindest ich sage jetzt in diesen Kreisen, die vor allem auf Social Media verkehren, gar nicht ernst genommen als Stimme. Du musst immer sofort eine starke Position vertreten und die auch möglichst lang und intensiv und auch wenn du merkst, es geht in die falsche Richtung, immer schön Argumente finden, warum deine doch die richtige ist. Auch wenn du längstens gemerkt hast, fuck, die anderen Argumente sind auch immer noch verdammt gut. Einfach dort bleiben. Ich glaube, das hat sich auch in der Pandemie sicher ein bisschen verstärkt. Oder? Yeah. Also da haben wir auch schnell Teams gewählt. Und und ich glaube, das ist schon, dass zumindest online ein gesellschaftlicher Druck entstanden ist, immer gerade möglichst schnell auf der richtigen Seite zu stehen, bevor man überhaupt weiss, was ist genau passiert und so. Das geht ja dann in das Thema Vorverurteilungen rein etc. Das ist alles immer sehr ambivalent. Oder? Auf der einen Seite musst du ja medial, sagen, wenn jetzt irgendwo Missstände sind, musst du darüber berichten und musst die können aufdecken, auch wenn es jetzt vielleicht noch kein Urteil da gibt. Und gleichzeitig ist es aber auch sehr schwierig, dann wirklich fair zu sein und können wirklich ausgewogen alles zu wissen etc., was das Gericht ja dann nachher aufgrund der Fakten, die ihnen zugänglich sind, sicher besser kann. Und das ist, das ist ein hohes Minenfeld. Auch dort ist es so schwierig zu sagen, was ist richtig und was ist falsch. Oder? Und ich glaube auch bei alles, wo irgendeine Meinung betrifft, ist sicher auch anders im Gegensatz zu früher, dass du noch viel deutlicher immer so Zeitstempel hast. Also früher ist ja, außer du hast im Fernsehen oder in irgendeinem Zeitungsartikel einmal deine Meinung kundgetan, ist das ja nie fix dokumentiert gesehen. Und danach ist es ein halbes Jahr vielleicht ein bisschen eine andere Meinung und man hat irgendwie nochmal mehr darüber erfahren und keine Ahnung was. Und jetzt ist es eigentlich immer so, aber 2019 hat Person X noch das gesagt, jetzt sagt sie das. Und ich glaube, das ist ja menschlich. Ja, und der Mindblow-Effekt von «Wow, fuck, jemand hat sich weiterentwickelt». Wow, shit! Also weißt du, wenn ich mein erstes Solo-Programm anschaue, sehe ich so viele Jokes, die ich mit meinem Wissen von heute gar nie mehr machen will. Und wenn ich einfach denke, ja okay, das war damals peinlich gewesen, ich mag mich aber keine Sekunde für das verurteilen, mein altes Ich. Ich würde mein heutigen Ich verurteilen, wenn ich es immer noch machen würde. Absolut. Aber das ist doch kein Problem. Aber es gibt garantiert Leute, die dort noch suchen, früher oder später, und sagen, aber damals hat er den Joke gemacht. So, ja, weil ich dumm und jung bin. Der Zucker hat das mal gesagt. Er hat gesagt, wenn sie alte Programme ausstrahlen, dann wünscht er sich, dass irgendjemand noch das Datum eingeblendet wird. Ja. Also weißt du, das einfach vor allem Menschen, die jetzt nicht mega in der Materie sind, sehen sie einfach, keine Ahnung, eben der Büsser am Fernsehen. Was sagt er da? Oder? Ja, genau. Ja. Und das habe ich schon gemerkt, irgendwie, als ich Joko und Klaas geschaut habe, wo sie jetzt halt... Die alten Wiederholungen, die jetzt vor 10 Jahren kommen. Ja. Und dann kommt auf einmal eine Folge von 15 und du denkst, also jeder Spruch, wo einen von beiden und auch sie, Shani Michaelsen, rauslässt... Wieso die nicht mehr moderiert, verstehe ich nicht. Noch ein kleiner Einschub. Ja, die ist gut. Die ist richtig super. Gut. Die hat auch die Kebekus-Show moderiert. Ja. Das ist richtig gut. Absolut. Also die Frau ist... Eine der Top 3 Moderatorinnen von Deutschland hat viel zu wenig Chance. Ja, und vor allem eben mit so zwei musst du ja zuerst noch irgendwie klarkommen können. Und
Und dort hast du aber eben wie gemerkt, dass alles, was vorgeschrieben ist, hast du wirklich auf jeden zweiten Spruch denkst so, ja. Pff, ui. Ja. Und ja, dort war so, eben so eine Art Zeitstempel, zum zu sagen. Einfach nicht so wie beim Otto. Wie eine Foto. Man sagt, übrigens, das könnte dann noch diskriminierend gewesen sein für gewisse. So, ja, wir wissen, dass der Otto kein Horn mehr hat. Also. Sehen, dass es ein Salzprogramm ist. Also es ist. Das finde ich Triggerwarnung. Also, Triggerwarnung? Das triggert mich. Wirklich. Also außer es geht jetzt wirklich um explizit brutale Sachen. Yeah. Wo ich auch finde, ja, okay, dass man dort vielleicht vorne schnell. Aber mittlerweile ist es, Achtung, Triggerwarnung, es sagt jemand guten Morgen. Oder? Und vielleicht fühlst du dich am Morgen nicht wohl. Und wir möchten nicht, dass du einen schlechten Morgen hast in deinen schlechten Morgen. Vielleicht ist der Morgen einfach dir nicht wohl gewesen. Ja, und mein Gott, es ist ja einfach das Leben. Also das Leben besteht aus lauter Trigger und das ist ja auch immer ein Ansporn, an seinen Sachen zu arbeiten. Genau, es geht mehr darum, was man damit macht. Ich meine, ich verstehe es bei härteren Themen. Genau, also sexualisierte Gewalt, aber dann reden wir nicht von einem Comedian-Joke oder etwas, wo man muss vorher eine Triggerwarnung machen muss. Da geht es für mich um Dokumentationen zum Beispiel oder eben nicht, wo man explizit das Material sieht oder das Thema vertieft wird oder so. Aber also... Ja, aber eben, ich finde, bei gewissen Sachen wird schon sehr viel jetzt ein Mensch selber überlassen, was früher andere Instanzen gemacht haben. Ich sage nicht, dass das gut oder schlecht ist, aber eben, ich denke immer so im ganzen News-Bereich ist früher ist klar definiert worden, ein paar wenige Menschen haben müssen entscheiden, was zeigen wir, wie lange zeigen wir es. Und jetzt kann jeder und jede für sich sagen, ah, okay, Video, ich klicke mal drauf. Keine Ahnung, dort irgendein schlimmer Anschlag. Und du siehst Sachen, wo du vielleicht nicht sollst sehen. Je nachdem, wie die Gemüt ist und wie es dir geht und wie viel du kannst vertragen, sozusagen. Das stimmt. Und dort merke ich dann schon, dass eben zum Teil ein bisschen zu viel Verantwortung der Menschen überlassen wird. Viel zitiert die Eigenverantwortung. Ja, aber es ist schwierig. Aber ich denke dort auch immer, bei all dem Zeugs, ist ja genau das Gleiche, wie du vorher gesagt hast, mit dem ersten Programm. Das denke ich auch von mir als Mensch. Das habe ich erst so vor einem halben Jahr, habe ich irgendwann so für mich gemerkt, dass ich so ein bisschen mein früheriges Ich, dass ich das immer ein bisschen verteufelt habe, so in den letzten Jahren. Dass ich immer von, ach, das ist ein schrecklicher Mensch gesehen und was weiß ich. Und dass ich auch gemerkt habe, dort muss ich ein bisschen loslassen. Wo ich eben muss sagen, irgendwie ist ja trotzdem schon, so wie ich jetzt bin, etwas von mir in dem drinnen gesehen, sonst wäre ich nicht zu dem geworden. Mhm. Und anscheinend hätte das sein müssen. Und wie du sagst, heute so agieren, fände ich natürlich schrecklich. Aber wegen dem darf ich jetzt der frühere Mensch von mir nicht lünchen oder so, weißt und verteufeln und sagen, das ist ja trotzdem ein Teil von mir. Ja, so. Natürlich. Aber eben ein Teil, der gewachsen ist. Also genau. Gewachsen im Sinne, der sich weiterentwickelt hat. Also wenn dann eben zum Kevin Hart-Beispiel von den Oscars zurückzukommen, wenn dann irgendeinen Tweet aus 2009 ausgraben, wo er einen schlechten Joke gemacht hat, dann mein Gott. Also ich meine, wir haben das Gleiche erlebt jetzt mit den Comedy-Männern und dem Hate-Kanal, den wir da haben, wo irgendwie aus dem Kontext raus irgendwelche Jokes holen, wo du ohne Kontext sagst, ja, okay, ja, klingt komisch. Oder einige von diesen Jokes sind auch nicht gut gewesen. Sie sind nicht gut. Yeah. Aber es ist dann sofort auch wieder 1-0, sofort ist Rassist. Oder ist Sexist. So. Und nicht, okay, das ist jetzt ein möglicherweise sexistischer Joke gewesen. Das ist einfach falsch. Das ist mal ein sexistischer Joke. Das macht dich noch nicht zum Sexist. Ja. Yeah. Erst wenn du das in einer Regelmäßigkeit wiederholst, wo das wirklich jedes Mal vorkommt, dann kannst du sagen, ja, okay. Also ich sage jetzt so Andy Glarner als Beispiel. Also wie oft musst du daneben sein, bis man kann sagen, okay, der ist so und so. Oder? Mhm. Aber wenn du bei uns die ganzen Podcasts hörst, siehst du ja unsere Haltung. Wir widersprechen ja oft dann auch unseren Jokes. Mhm. Aber eben, auch da, die Zeit nimmt sich niemand. Und das nehme ich denen, die aktivistisch unterwegs sind, nicht übel. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich eine gute Arbeit, die die machen. Weil wir sind ein erfolgreicher Podcast und dass dort Leute anschauen und sagen, hey, wenn es schwierige Inhalte hat, dann möchten wir gerne wirklich ein bisschen genauer heranschauen und auch aufmerksam machen, wenn wir etwas nicht gut finden. Mhm. Gegen das ist überhaupt nichts zu sagen. Aber spätestens, wenn es auf Medien überspringt, oder, weil sie auf jedem Post markiert worden sind,
Spätestens dort setzt eigentlich der Job von der Journalistin, und in dem Fall muss man jetzt nicht mal gendern, es sind alles Frauen gewesen, die es geschrieben haben. Dort setzt der Job ein, wo man müsste sagen, okay, ich lasse mir die ganze Folge an. Und ich habe mit Journalistinnen geredet, die Artikel geschrieben haben, und sie so, ja, ja, nein, wir sehen ja die Aussage. Ja, aber gehst du den ganzen Podcast hören? Nein. Finde ich, ja, also das ist literally dein fucking Job, oder? Den Kontext zu liefern. Aber ja, klickt dann halt nicht so geil, weil man merkt, es stimmt nicht, oder? Ja, das ist oft das Problem. Ich habe es im Fall nur zur Hälfte mitgekriegt. Ich habe mitgekriegt, dass es der Channel gibt. So, weil der hat ja auch der ganze Comedy-Welt gefolgt. Ja. Yeah. Und dann habe ich kurz drauf geklickt, habe gedacht, ah, irgendwie haben sie einen neuen Account. Aber es haben viel zurückgefolgt. Yeah. Ich habe Sandro Brotz ein WhatsApp geschrieben, Dude, was ist los, wieso folgst du dem Account? Er schreibt zurück, ah, der ist nicht von euch. Yeah. Es haben viele gemeint, das sagen wir, die unsere schlimmsten Jokes nochmal bringen. Grossartig. Das habe ich gefunden, oh geil. Oder? Ich meine, also ja, sogar Gülsch hat gefunden, boah, sehr lustige Runde gehabt. Und ich habe es... Ich habe es lustig gefunden, dass viele von unseren Fans denen gefolgt sind. Also jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie effektiv wenig Leute es tatsächlich interessiert hat, die aktivistische Arbeit. Und habe das einfach wirklich amüsant gefunden, dass die Leute meinen, es sei von uns. Wir haben uns sogar ein paar wenige Sekunden überlegt, sollen wir es einfach claimen. Und einfach sagen, Joke war, wir sind es gewesen. So. Haben aber gemerkt, es haben sich so viele Leute für uns eingesetzt, dann, wo der ganze Shitstorm losgegangen ist, dass wir wie die würden verarschen, die uns halt wirklich in dem Sinn da treu gehabt haben und gefunden haben, hey, aber wir heben zwei und so. Und die hätten dann vielleicht gefunden, ja gut, das also verarschen jetzt eure eigenen Fans. Das haben wir wirklich wie nicht wollen. Aber die Idee wäre schon noch lustig gewesen, dass sie hätten müssen beweisen, dass sie es sind. Weil wir einfach gesagt haben, er ist von uns. Wir sind es. Wir sind es. Gibt es den Account jetzt noch? Ich bin blockiert. Ah, okay. Ich habe ja ein Gesprächsangebot gemacht. Ich habe gesagt, ich finde aktivistische Arbeit grundsätzlich etwas sehr Gutes. Also eben, es ist immer die Frage vom Wie. Oder? Sie haben es ja wirklich auf eine Mobbing-Art gemacht und eben direkt an die Medien und weiss ich was. Und so, statt dass man auf uns zukommen wäre. Wir haben alle offene Accounts, man kann uns DMs schreiben, sagen, hey, wir haben das und das gehört. Wir verstehen nicht ganz, was ist die Haltung hinter dem Joke oder warum haben wir das gemacht. Das sind meine ersten, die antworten. Yeah. Wirklich. Also kommt und so. Und ich habe gesagt, auch jetzt, ich möchte euch auch nicht erkennen geben, es ist mir gleich, wer hinter dem steckt. Kommt, wir können über alles reden. Und das war der Moment, was wir blockiert haben. Und dann weisst du einfach, okay, es geht ihnen nicht um einen Dialog oder darum, irgendwie weiterzukommen oder auch für uns, um etwas zu lernen oder so. Es geht um Mobbing. Also der Fakt hinter dem war, das war genau in der Zeit, wo wir in den Verhandlungen waren für die Late Night Show mit SRF. Und sie haben einfach verhindern, dass wir die Late Night Show bekommen. Didn't work. So kann man es zusammenfassen. Ja. Es ist, wie es ist. Ach. Ich denke immer bei so Sachen, denn es ist ja... Du musst schnell zum Mutzibecher greifen. Hey, mach nur. Es ist... Dummerweise ist es ja ein bisschen eher, wenn so etwas passiert. Ja, das hat mir Patti Basler auch gesagt. Du bist relevant, geniesse es. Und ich finde, ja, ist aber nicht die Art von Relevanz. Nein, natürlich nicht. Nein, aber es ist wirklich einfach so, ab einem gewissen Level kommt dann halt eben die Kehrseite. Mm. Weil einfach, ich denke immer wieder, was auch immer schon, nicht nur ich, auch eben Leute, die irgendwie da gesessen sind oder da, ne? Vor allem am Tisch nebenan. Vor allem am Tisch, ja. Was dort schon rausgelassen worden ist. Und andere Podcasts, die in diesen Räumlichkeiten produziert werden, zum Beispiel. Love it. Endstation. Hörempfehlung. Sensationell. Und das ist eben, das ist ja dann so, ich nenne es jetzt mal, unter der Oberfläche. Unter dem Radar. Ja, wo einfach wirklich die Leute irgendwie dort unten rumtauchen, die das als das sehen, was es ist. Und irgendwann erreicht es ein Level, wo einfach... Eben, wo du es nicht aufhalten kannst. Und ja, ich bin nicht. Nicht. Geschäftlich kann ich das genau so abstrahieren, wie du jetzt sagst. Yeah. Als Businessmensch, ja, für ein Schlusszeichen, kann ich total nachvollziehen, warum mich das eigentlich muss freuen. Oder dass mir so freuen ist ja blöd. Aber, ja, aber, nicht freuen, aber warum ich verstehe, dass wir so relevant sind, dass das halt eben klickt. Oder? Yeah. Gerade wenn dann noch das Label SRF plötzlich im Spiel ist und so, dann ist die Versuchung richtig gross bei anderen Medienhäusern. Persönlich muss ich sagen, ist es für mich mega schwierig gewesen. Yeah. Also es hat mich extrem mögen, weil es so fest nicht dem entspricht, wofür ich mich einsetze, wo ich mich auch selber sehe.
Und das hat mir persönlich hat mir mega weh getan. Und gleichzeitig aber ist es auch ein schöner Reality-Check gewesen, gerade von vielen Freunden mit Migrationshintergrund oder von Feministinnen, wo ich viel davon habe in meinem Freundeskreis und auch im Team, immer wieder gesagt zu bekommen, hey, all good. Also weißt du, Leute, die weiter wie 1-0 denken, sehen alle, was ihr macht, wofür ihr steht, all good. Yeah. Für diesen Reality-Check bin ich dann schon eigentlich auch dankbar gewesen. Ja, ich glaube, das ist ja fast das Gemeinste in dem Ganzen, dass wir dann, so wie es andere Leute von außen machen, dass wir dann auch bei sich selber eigentlich muss die Trennung machen von der Person, wo man ist, und der Person, wo in der Öffentlichkeit steht, sage ich jetzt mal. Es hilft mega fest in dem Geschäft, wenn du schizophren bist. Ja, aber darum bin ich immer fasziniert von Leuten, weißt, die wirklich so eine öffentliche Persona sich angeeignet haben, wo wirklich einfach wie klar ist, und zwar nicht erst, wenn die Kamera angeht, sondern einfach wirklich so ab dem Moment, wo ich irgendwann in einen Raum hineinlaufe, bin ich die Person, wo die öffentliche Person ist. Und das ist ja immer ein Diskussionspunkt, auch mit Stand-up, wo du ja als die selber auf die Bühne stehst, aber nicht die selber bist, in irgendeiner Art und Weise natürlich schon, aber sehr, sehr... Ich auch eine Rolle. Genau, sehr, sehr abgewandelt, sehr, sehr extrem, das eine, wenig das andere und so weiter und so fort. Habe ich immer gedacht, weißt du, ein Schmidt, niemand weiß, wie der Harald Schmidt wirklich ist. Außer die, die am Weltwochen Sommerfest gewesen sind. Aber der hat ziemlich von Anfang an hat er gesagt, meine öffentliche Persona, das ist die Kunstfigur. Und die heisst so wie ich und alles. Aber es ist wie klar, wenn da jemand... Das ist nicht das Problem für ihn, das Problem ist ja das Publikum. Und gerade in der Schweiz, oder? In der Schweiz, wo die Stand-up-Kultur halt einfach noch keinen Boden hat, oder ja, mittlerweile, sagen wir mal, mittlerweile ist es ein Wanderweg, so, oder? Aber es ist noch nicht tiered. Und we're on the way there. Netflix hilft. Man kommt mit dem Tesla knapp drüber. Ja, musst du noch Ruhe lassen. und jetzt merkst du, oder die ganze Generation, die jetzt nachkommt, wo Netflix schaut, die checkt das. Weil im Amerikanischen ist das wie so klar, okay, wenn jemand auf einer Bühne ist, dann spielt er. Oder? Das ist nicht dem seine Meinung. Außer der sagt explizit, das ist meine Meinung, nicht einmal dem muss es zwingend sein. Ja. Yeah. Aber bei uns ist es halt so, eben, wenn wir auf einer Bühne stehen, dann heisst es, aha, der Joel denkt also das und das. Ah, er findet es lustig, wenn das und das, oder? Mhm. Also, das ist halt einfach im Moment noch ein Sozialisierungsproblem von Comedy in der Schweiz, aber ich glaube, das wird sich auch lösen mit der Zeit. Eben gerade, wenn du Stuben-Comedy und so gehst, schaust an der Langstrasse, dann siehst du einfach, die haben das längstens implementiert, dass einfach, okay, they're making jokes there und nicht mehr und nicht weniger. In der Stube machen vor allem auch gerne die Leute im Publikum. Jokes. Also Comedians sind eigentlich im Publikum. Oder? Ja. Aber das ist für mich ein Eye-Opener gewesen, wo ich mal mit irgendwie 1,22, da hatte ich beim Blick geschafft und konnte für 3 Tage zu meinem damals Ex-Chef, der frisch Bildunterhaltungschef geworden ist, auf Berlin, ins Axel Springer-Haus, da konnte ich 2-3 Tage mitlaufen. Und das ist schon, wenn du dann so siehst, den Dieter Bohlen aus dem Chefredaktorenbüro rauslaufen und du fragst so, was hat er jetzt dort drinnen gemacht? So, ja, die haben gerade die Schlagzeile von morgen besprochen, wie hart wir ihn fertig machen. Und er sitzt am Tisch und sagt, ja, nein, ich könnte noch härter drehen. Oder der ist wirklich wie losgelöst von sich dann und bespricht, wie man seine Kunstfigur, die er in dem Moment dann ist, halt am nächsten Tag auf der Titelseite kaputt macht, oder? Ja, gut, bei Axel Springer ist ja auch gesehen, das ist in der Schweiz nicht ganz so heftig. Nein. Ist ja gesehen, weil sie gesagt haben, wir haben die 17 Geschichten von dir in der Schublade. Und entweder schaffst du mit uns jetzt zusammen für diese Geschichte und sonst kommt die führen und sonst kommt die führen. Also so behauptet es zum Beispiel gerade der Bohlen, oder? Ja, ja. Wo er irgendwie, keine Ahnung, mit einem gebrochenen Penis im Spital gelegen ist und dann eben der Chefredakteur anruft und sagt, jetzt. Jetzt machen wir ein Exklusivinterview. Wir haben da so ein Ultraschallbild. Und sonst hätte ich noch die Geschichte. Was ist dir lieber? So, yeah. Und es ist ja, irgendwann hat es dann so eine Bewegung gegeben von Leuten, die dann öffentlich sich gegen Axel Springer haben einfach auflehnen, zum sagen, ich will mich nicht mehr pressen lassen und keine Ahnung was. Ja. Aber auch dort sind sie immer zwei Seiten, weil wo 7 geile Berichte gekommen sind, wo die neue Fernsehsendung irgendwie gepusht wird und was weiß ich, voilà. Der hat mich auch nicht reklamiert. Also es ja, ist, und also das kann ich auch aus meiner Blickzeit noch sagen. Es gibt ja durchaus den einen oder die anderen Prominenten,
wo er selber anruft. Absolut. Yeah. Also, so ist es ja nicht. Und darum, ich kann mich noch an eine Training erinnern, wo der Blix zuerst gewusst hat, bevor die andere bevor Person... Bevor die andere Person yeah. gewusst hat. Yeah. Weltklasse. Ja. Also meine ist es nicht gewesen, falls du das... Nur falls jetzt irgendjemand das falsch versteht. Nein, es ist mehr im Schlagerbereich gesehen. Ah. Ich bin gerade am überlegen. Nein, ist ja gleich, wir müssen ja nicht... Nein, ich sag's dir nachher. Aber die andere Person... Ich habe mir noch überlegen, wer der sparsame Comedian ist, wo du in der letzten Folge gedroppt hast. Aber das können wir... Ah gut, also das kann ich... Eigentlich kann ich es auch sagen. Wer ist so ein Sparfuchs? Der Frank? Alte DDRler, logisch. Ja, gut, ja. Ja, solange nicht an Jokes spart, ist ja alles gut. Nein, und eben, er ist ein sehr grosszügiger Mensch. Also, er ist ja. wirklich einfach, ich habe eben schon gesagt, du darfst dir ab und zu auch noch etwas gönnen. So. Aber er wird besser, auf jeden Fall. Da bin ich mega schlecht. Ja? In so sparsam sein, das ist so... Aha, im sparsam sein, ja. Also sich selber etwas gönnen. Nein, eigentlich fast zu viel manchmal. Also das Falsche, je nachdem. Aber nein, das ist wirklich etwas, wo ich immer wieder denke, wenn ich 5 Minuten länger würde, noch mit etwas suchen, fände ich es auch günstiger. Aha, ja. Aber ich bin einfach zu faul und also offensichtlich zu privilegieren. Da bin ich aber, habe ich gemerkt, da bin ich nicht so schlecht. Also die 15 Minuten nehme ich mir zum Teil noch. Und das ist dann so... Das ist dann so ein kleines Detektiv-Erfolgsmoment, wo man dann sich gönnt, wo man sagt, boah, hä? Weil ich jetzt mit dieser Karte übers Mobile bucht habe, anstatt das und das, okay, ja. Haben wir nochmal 50 Euro rausgeholt. Ich habe einen Freund, der ist wirklich so, der geht irgendwie am 7. vor Ladenschluss, geht noch posten und nimmt alles, was irgendwie die Aktionen kleben haben, was noch unbedingt loswerden wollen. Und dann hat er einen riesen Tiefgefrierer. Ohne im Kauf. Und dann knallt er einfach alles Fleisch und so, was er dort zum billigsten Preis zuerst mal in die Tiefe führen, weil er weiss, dann hebt es noch drei Monate. Yeah. So Zeug ist smart. Aber da fehlen mir die Nerven. Ja, und es ist glaube ich, wirklich auch, es kommt ja, die Motivation kommt ja auch oft aus, man hätte es mal müssen machen. Yeah. Oder? Weil das merke ich bei mir oft, dass halt einfach das noch irgendjemand so ein bisschen im Hinterköpfchen ist. Obwohl ich immer komplett über meine Verhältnisse geglaubt habe, also vor allem früher noch, hast du dann eben in gewissen Situationen hast dann gemerkt, ah, jetzt muss ich schnell. Und dann fährst du alle Register anziehen. So, wie kann ich jetzt eben noch, wie kann ich jetzt noch 2 Stutz günstiger schnell ans Mittag kommen und so. Yeah. Und ich denke dann dort immer, dass das... Ja, eben so ein gesundes Mittelmaß wie bei vielen Sachen, wer anbracht. Ist das so schwierig? Ich denke, das ist so das gesunde Mittelmaß. Da sind wir wieder bei der binären 1-0-Formel. Das ist irgendwie für viele heute nicht mehr möglich. Ja, also Janik hat mir mal gesagt, ich zum Beispiel mit Essen, hat sich gefunden, bei Essen habe ich dich noch nie gesehen, eine Sekunde nachdenken. Ja. Weißt du, ob jetzt oder das oder was weiß ich, aber wenn es um irgendwie ein paar Hosen geht, wo in dem Moment günstiger ist als jetzt Nacht, wo ich mir irgendwie bestelle. Dort brauche ich dann eine Woche und dann ist es irgendwann nicht mehr verfügbar. Und ich sage, noch 4 andere Läden, weil du denkst, vielleicht finde ich sie noch immer noch günstiger. Nein, nicht einmal, sondern eben so, aber 50 Stutz für eine Hose, weißt, weiss nicht. Und dann irgendwann ist sie weg, so, oder? Ich habe kürzlich ein Interview gegeben für eine Finanzzeitung. Warum auch immer. Und dann ist die Frage, ja, Tesla. Ob ich Reichtum definiere oder ob ich reich sei, irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, oder Luxus, was für mich Luxus ist, genau. Und dann habe ich gesagt, mein grösster Luxus ist, ich kann jederzeit ins Restaurant essen und ich muss mir nicht überlegen, was ich von der Karte nehme. Mhm. Sondern ich kann mir alles dort drauf leisten. Also entweder gehe ich in die falschen Restaurants, aber ja, bis jetzt ist das wirklich immer gegangen. Und das ist für mich ein unfassbarer Luxus. Ja. Das kann ich beim Mac, kann ich das auch? Ja. Also ich gehe ja meistens auch rein. Ist offiziell auch ein Restaurant. Ja, also du brauchst ja glaube schon eine Lizenz, oder? So eine... Ja. Und wenn der vor Ort ist, zahlen sie mehr Steuern als bei Takeout? Nein. Mhm.
Weil die Restaurationssteuer ist eine andere als Takeaway-Steuer. Takeaway ist, glaube ich, 2,5% und Restauration ist normale Mehrwertsteuer. Oder irgendwie so. Ich weiß auch nicht, was. Ich habe keine Ahnung von so Zeugs. Außer das weiß ich. Das weiß ich, weil du kannst wirklich, du kannst mal den Zettel anschauen. Aber es kostet trotzdem immer gleich viel, oder? Mehrwertsteuer ist ja in der Comedy auch ein richtig geiles Thema. Also Mehrwertsteuer? Für Comedians. Oder? Es ist ja zum Beispiel ein Firmenauftritt. Kostet irgendwie die 7,7 oder was? Mehrwertsteuer. ein Auftritt von einer Solo-Show ist aber gratis. Das ist Kunst. Das ist ein Auftritt vom Publikum. Nein, dann ist es ein 2,4. Es ist Mehrwertsteuer befreit. Ja. Es ist auch, jetzt kommt aber der ganz gemeine Teil, es ist auch bei einem Firmenauftritt nicht mehrwertsteuerpflichtig. Weil es direkt im Publikum erbrachte Leistung ist. Der Punkt aber ist... Aber bei einer Fernsehaufzeichnung kostet es. Auch wenn die vor Publikum ist. Bei einer Fernsehaufzeichnung? Ja. Jetzt kommt eben der Punkt, sobald natürlich Firmen involviert sind, die mehrwertsteuerpflichtig sind, ja, müssen sie die auch auf anderes Zeugs rechnen. Mhm. So. Darum sind es bei den Firmen-Events noch eben gleich nicht mehrwertsteuer befreit. Und darum, wenn du zum Beispiel über eine Firma, wo dir den bucht, den Auftritt machst, dann kommt dort Mehrwertsteuer drauf. Aber darum bin ich zum Beispiel sehr happy, dass ich das nicht mehr habe. Also du tust als Privatperson in dem Sinn verrechnen? Genau, meine Einzelfirma. Ja. Und dann ist auch ein Firmenauftritt nicht mehrwertsteuerpflichtig. Ha. Mhm. Ja, weil ich weiss, wir haben das mal abklären lassen, weil eben, es ist mit jedem Künstler, jeder Künstlerin, wo du redest, sagt dir etwas anderes zum Thema Mehrwertsteuer und wie es abgerechnet wird. Nein, wir haben wirklich bei der Steuerbehörde in Bern mal eine Anfrage gestellt und gesagt, also könnt ihr uns sagen, ist das mehrwertsteuerpflichtig, ist das mehrwertsteuerpflichtig? Und bei 3 von 4 Punkten ist zurückgekommen, wir glauben, das ist das und das. Und dann habe ich dann zugeschrieben, also was meinen Sie mit mir glauben? Und dann so, wirklich ganz ehrlich, wir wissen es auch nicht. Ja. Yeah. Ihr seid fucking Mehrwertsteuerbehörde. Also, wer, wenn nicht ihr, muss es wissen. Ja. Nein, also direkt im Publikum erbrachte Leistung ist nicht mehrwertsteuerpflichtig. Weil ich es mal mit... Auch wieder mit Ausnahmen dann. Und, ich habe es mal mit juristischen Personen, habe ich mal das alles durchgeschaut. Hat die sich beim Eidgenössischen Finanzdepartement gemeldet, um das abzuklären? Alle Paragraphen gelesen. Mhm. Weil eben die anderen glauben es ja nur. Ja, und, die und wissen es auch. Du musst dann halt effektiv... Kürzlich habe ich mit meinem Kollegen seine Hilfe können brauchen, weil ich betrieben worden bin. Und zum ersten Mal, ich habe schon sehr viele Betriebe in meinem Leben gekriegt, aber zum ersten Mal habe ich die angeschaut und gesagt, nein, also das kann nicht sein. Das bin nicht ich gewesen. Ja. Das kann ich dir. Also doch, das, ja, aber das ist nicht meine Schuld. So. Absurde Geschichte irgendwie von einer Versicherung, die ich mal hatte, die dann übernommen worden ist von einer anderen Versicherung. Die haben damals geschrieben, hey, wir sind jetzt der neue Versicherer. Nie Rechnung, nie Mahnung, was weiß ich. Und jetzt, Sommer 23, haben sie mir Betriebe geschickt für meine Prämie vom 2021. Hm. Was sich dann eben sehr schnell herausgestellt hat, die haben das, glaube ich, irgendwie verkackt damals, haben gefunden, komm, jetzt lassen wir einfach mal ein paar raus, vielleicht bleibt irgendetwas an der Wand kleben, so, oder? Und dann haben sie mich tatsächlich noch angefangen erpressen, weil ich zuerst gefunden habe, irgendwie Rechtsvorschlag und keine Ahnung was. Und dann haben sie so gefunden, wir wären bereit, das in Raten abzuzahlen lassen, wenn sie jetzt sofort den Rechtsvorschlag zurückziehen. Schon so mit dem Formular, wo du auf irgendwie kannst ausfüllen. Und mit mir einen Kollegen habe ich dann mal so gesagt, aber das ist schon ein bisschen weird, oder? Und sie haben noch gefunden, kannst da ich keine Beweise gebracht habe, dass die Forderung nicht geltend, also nicht gültig sei. Und ich sage, wie will ich beweisen, dass die mir nie etwas geschickt haben? Also weißt du so. Und danach ist der ein bisschen hässig geworden. Ich fand, jetzt ist mal Zeit für so ein offizielles Schreiben. Und dann hat er irgendwie in 2 Stunden hat er irgendwie so ein Ding rausgeballert, wo ich das Geilste gefunden habe, dass ich das ja dann schicke. Also weißt du, quasi ich jetzt auf einmal in so einem Wahnsinnsdeutsch irgendwie das Zeugs anballere und dann noch eine Mail, wo er gesagt hat, mach's noch als Mail dazu. Und die Mail ich so, hallo, hier ein Brief für Sie, weißt du, in dem Stil. Und jetzt ist es weg. Das ist lustig, ja. Aber also,
ich bin wahnsinnig froh gewesen, dass ich den Kollegen hatte, dass der mir helfen wollte. Ich habe früher nie so einen Kollegen gebraucht, weil ich eine E-Mail-Adresse hatte, @blick.ch. Das hilft! Ja. Wenn du dann von der zurückschreibst, also nicht jetzt mal nur für mich, aber viele auch, weißt, mit Kollegen, bei Parkbussen und weiss ich, das mache ich jetzt zum Beispiel gern. Die Privaten, die Privaten dürfen dir ja keine Busse geben. Oder ganz oft werden so Securities engagiert, die dann zur Abend durchlaufen, irgendwo vor einem Club, wo du vor einem Geschäft parkiert hast, und dann nachher aufschreiben, du bist da und da gewesen, kostet jetzt 70 Stutz. So. Dürfen sie gar nicht. Nur die Polizei darf einen Bus ausstellen. Nein, aber was ich mal hatte, ist, mir hat mal jemand geschrieben, ich müsste eine Anzeige machen. Darfst du ja. Darfst du ein paar anzeigen, wenn sie auf die privaten Grundstück parkiert haben. Das darfst du ja. Und das würde ja dann ziemlich viel kosten. Einerseits für ihn, andererseits für mich und bla und bla. Und wenn ich jetzt einfach 40 Stutz auf das und das Konto überweise, dann sieht das ja. Das ist eine Bearbeitungsgebühr. Genau. So, das ist erlaubt. Das ist erlaubt. Richtig. Okay. Das ist erlaubt. Du kannst eine Bearbeitungsgebühr verlangen. Und da gibt es einen Bundesgerichtsentscheid. Eben, das ist glaub, um die 30-40 Stutz oder so. Ich weiß nicht, vielleicht, Christoph, findest du das raus. Aber das alles, was drüber ist, eben jetzt ist es um ein Betrag, in dem es 120 Stutz werden oder irgend so etwas. Sie müssten aber bei der Polizei eine Anzeige machen und das beweisen. Das haben sie ja meistens dann als Foto und so. Und dann macht die Polizei einen Bus. Das ist jetzt gefährlich halbwissen, aber so müsste es eigentlich, glaube ich, laufen. Und ganz oft eben schickt es einfach die Rechnung für 120 Stutz, weil auf der Tafel steht ja, wird verzeigt mit 120 Stutz. Und die meisten Leute finden, ja, okay, scheiße, ja, ich bin da drauf gewesen und habe parkiert und ja, zahle ich halt die 120 Stutz. Musst aber nicht, du müsstest nur die Bearbeitungsgebühr von 40 Franken. Und wenn du dann eben schreibst, ja, wir haben da einen Fall, wo wir nicht sicher sind, ob sie sich da korrekt verhalten haben, ist uns zugeschickt worden auf die Redaktion, hat sich dann ganz oft hure schnell erledigt gehabt, weil sie einfach gewusst haben, Früher hat es doch noch... Da schau jetzt, genau. Umtriebsentschädigung von zwischen 30 und bis 50 Franken als angemessen, daher zulässig. Ja. Umtriebsentschädigung von 40 Stutz. Und das, ich weiß noch ganz genau, ich bin dort Sport gesehen für ein Event in der damals noch Samsung Hall. Und ich habe einfach irgendeinen Parkplatz gefunden. Alles ich habe da unten irgendwo parkiert, auf irgendeinem von diesen geilen Parkplätzen. Ich bin mega gespannt, was passiert, wenn ich runterkomme. Aber ich habe sie ja jetzt nochmal gelesen und weiss, mehr wie 40 Stutz wird es nicht kosten. Was hat der normale Preis von einem Parkplatz in Zürich wäre, wenn man so 2-3 Stunden weg ist? Also und dort habe ich dann wirklich gefunden, das ist noch fair. Da macht man jetzt einen Fötzl an für 40 Stutz. Habe ich gefunden, also viel besser war es nicht rausgekommen. Ne? So. Früher hat es doch so Briefe gegeben von so deutschen Anwaltskanzleien. Ja. Und was ist immer der Grund gesehen? Warum haben sie einem geschrieben? Wenn man sehr absurd, so das gleiche Geschäftsmodell hat oder einen ähnlichen Namen oder so. Einfach wirklich immer weißt du, so irgendein Logo, oft noch mit irgendeinem Vogel oder weißt du, irgendwie so. Und eben so ein bisschen offizielles Schreiben. Und dann ist immer irgendwie so ein Vorwurf drin gestanden und dann hat es geheißen, 250 Euro dort und dort überwiesen und so. Ja. Und das hat zum Beispiel die Mutter von Freunden von mir, die ist so verschrocken, wo sie das gekriegt hat und hat es sofort gezahlt. Das kommt ja auch viel, wenn du eine Firma gründest, dass dann irgendwelche, ja, 200 Euro für den Registereintrag da und da. Ja, ja. Und dann sagst du, ich habe mich in kein Register angemeldet. Hast du auch effektiv nicht. Genau. Sondern eigentlich, wenn du zahlst, dann sie es einfach registrieren. Aber es ist, du musst das Register nicht haben. Und das ist schon noch krass, weil es einfach, ja, da gibt es einfach, die gehen das Handelsregister durch, sehen die Neugründungen, geht einfach der Brief raus. Oder? Und wenn du dann ein bisschen naiv und jung bist, dann musst du nicht mal jung sein, naiv lang. Ja, und ich frage mich dort zum Teil, eben, also du merkst ja dann auch, dass sie sich nicht wirklich damit auseinandersetzen. Nein. Weil eben zum Beispiel ich Einzelfirma gegründet vor bald 10 Jahren und dann habe ich Briefe gekriegt für bestellen Sie jetzt 50'000 Kugelschreiber mit Ihrer Firmenadresse und so. Weißt du, Kollege, ich brauche einen. Und den hast du mir jetzt als Muster geschickt. Ja, merci vielmals. Danke. Da steht sogar mein Firmenname drauf. Ja. Voll geil. Super. Der Firmenstempel hat auch ausgedient, oder?
denke, ja, ich habe keinen. Nie einen gehabt, nie gebraucht. Ja, ich habe keinen. Nein, für was auch. Ja, nein, das ist schon lustig. Ich habe einen Showstempel. Für ausverkauft. Für die eigenen Veranstaltungen. Ah. Aber den habe ich auch nie gebraucht. Ich glaube einmal. Okay. Einmal in Horgen. Wo ich so dachte, okay, also dir 20 Leute hat jetzt auch so gesehen, dass du ein Ticket gekauft hast. Das ist doch wie die Geschichte von dem Bauer. Ich weiß nicht, ob es eine Urban Legend ist, aber der Bauer, der sich nach der Ferien zu Mallorca den Begriff Ballermann sichern lassen hat. Oh, ich liebe so Zeugs. Ja, der hat, also Fact-Checking vielleicht, aber die Geschichte, die ich gehört habe, ist, dass ein Bauer sich vor 20 oder 30 Jahren den Begriff Ballermann schützen lassen hat. Ja. Yeah. Und der hat ab dort an jeder CD, und ich meine, es gibt ja unzählige Ballermann-Hits, und einfach immer, wenn es Wort Ballermann, egal ob für eine Party oder irgendwas, der hat eine Anwaltskanzlei, die nichts anderes macht, als schauen, hat irgendwo wieder jemand den Brand Ballermann verwendet und direkt die Rechnung geschickt. Das ist nicht, da zahlst du nicht viel, um den zu verwenden. Ja. Yeah. Aber weißt du, wie viele Ballermann-Partys und weiss ich was gibt es, dass der, ja genau, da schaut, der André Engelhardt. Ja. Wie der Name Ballermann. Und der ist zum Multimillionär geworden, oder? Ah, und sie sind ganz bescheiden geblieben, so wie sie aussehen. Ja, natürlich. Ja. Wirkt das heute sein, er lässt alle Cookies zu. Ja, sofort draufklicken. Man hat ja einfach keine Wahl mehr. Ja, das Cookie-Monster. Oder? 800 hat es gekostet. 800 D-Mark, um es registrieren. Und seither verdient er überall, auf jedem Flyer, wo Ballermann steht, verdient er ein paar Franken oder Rappen. Das hat aber in Basel mal eine Welle machen mit Beppi. Ich glaube, er hat es nie ganz geschafft. Ja, weil der Begriff wahrscheinlich vorher da war. Ja. Yeah. Damals ist natürlich Ballermann ist noch kein gesetzter Begriff gewesen. Gut, der wo das Beste, was sie jetzt gibt, gesagt hat, der hat das auch schützen lassen. Und dann hast du gesagt, nein. Nein. Hast du gesagt, ich will mitverdienen? Es ist ihm, glaube ich, zu teuer gewesen. Mhm. Weil, in der Schweiz, auch halb wissen, aber ich habe gemeint, ist es effektiv, du zahlst auch die Anzahl Wörter. Und das ist natürlich blöd bei so einem Satz wie das Beste, was es je gibt. Ja. So. Ist dann noch mit Apostroph, gilt und Sonderzeichen. Sonderzeichen kostet extra. Nein, darum hat er es dann nicht gemacht. Und ich glaube auch froh für ihn. Weil, ja. Also, nachher hat es nichts mehr daraus rausgeholt. Weil eben zum Zeitpunkt, wo er es wollte machen, sind alle T-Shirts schon verkauft gesehen. der Antoine hat seinen Song schon rausgeballert. Hat er einen Song gemacht, zum das Beste, was es jetzt gibt? Ja, er hat quasi. Doch, er hat zwei gemacht. Er hat einen gemacht, er hat geheißen, das Beste, was jetzt gibt. Okay. Aber der Antoine ist ja immer schon ein schlauer Typ gewesen. Ja, so Zeug springt er gut auf. Ja. Dort ist natürlich jemand anders ins Studio gekommen für wahrscheinlich eine Flasche Prosecco und das Mittagessen und hat das schnell eingeschwätzt. Ja. So, der Jimmy hat es gesamplet gehabt. Das geht ja, glaube ich, auch rechtlich. Okay. Ja. Und dann hat er einen Song gemacht, er hat geheißen, das Beste, was jetzt gibt. Und dann hat er gefunden, jetzt gehen wir richtig steil. Und dann ist der. Heschu hat er geheißen, der das gesagt hat. Der ist dann, glaube ich, effektiv zu ihm ins Studio. Im Studio, jetzt fange ich schon an. Und hat dann den Nachfolgesatz gemacht, wo geheißen hat, Kass gibt's. Also, Ja, Kass gibt's, Kass geben. So. Ach so. Yeah, ja, eben. Ja. Ich glaube nicht so. Der Cimo hat sich ja auch imagemäßig natürlich so schlau aufgestellt, dass alles, was er macht, geht eh mal grundsätzlich unter Comedy-Bearbeitung. Und dann zahlst du halt eben auch kein Recht. Das ist ja das Geile. Ja, und Sample ist eh noch speziell, oder? Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie dort genau die Rechtslage ist, aber ich glaube, du kannst ziemlich viel samplen, solange du es eben genug entfremdest und was. So, weil du nimmst ja nur 2 Sekunden. Da wären wir jetzt wieder bei der SVP. Oder müssen wir jetzt mal genau den DJ Tommy fragen, wie jetzt das mit diesen Musikrechten genau funktioniert. Ja, der hat sicher viel Ahnung. Ja. Ja. Vor allem hätte er sich auch einfach die Rechte können leisten. Also, aber ja, klingt nicht so geil. Das ist, also ich habe noch nicht das Original rausgehört. überhaupt nicht. Nein. Und das Schlimmste an diesem Video ist ja eigentlich dann wirklich die tanzenden Politiker. Absolut. Also Wahlvideos, bitte. Also wenn ihr lustige Wahlvideos schickt, mir es.
Ich habe noch fast keine lustigen Wahlvideos gesehen dieses Jahr. Vor 4 Jahren weiss ich noch, da ist dort das Zeug umgegangen. Da habe ich Best-ofs gemacht und alles. Die sind geil. So gutes Zeug gehabt. Also wenn ihr wieder findet, bitte schickt es mir. Es gibt sicher genug. Hoffentlich. Ich muss auch mal ein bisschen die Augen offen behalten. Also, ich weiß nicht, ob der Erik Weber wieder eins raushaut, aber... Gut, du kannst auch auf seinen TikTok-Kanal, was ja eigentlich ständige Wahlvideos sind. Ja, das ist auch so ein Grenzfall. Oder? Das ist jetzt so einer, wo ich für die Late Night ab Februar dann würde sagen, eigentlich eine geile Figur, comedy-mässig, aber es ist dann halt, oder es ist näher an Schwiegertochter gesucht, wo du nicht weisst, führst Mental Illness vor jetzt gerade im Fernsehen, oder geht das noch, weil er in dem Sinne mächtiger ist als Politiker? Ja, aber den halt werden ja dann gleich transportiert, und zwar mit... Ja gut, du musst ja nicht gerade die, die sich komplett rassistisch äußern. Nein, ich denke, du nimmst ihn als Studiogast, weißt du so. Ach so, nein. Nein, ich glaube, so weit würde ich dann doch nicht gehen. Nein. Der Matteo ist so Fan von ihm. Also Fan. Eben, der Matteo würde mega gerne mal... Er hat ja mega Unterhaltungspotenzial. Mit ihm reden. So. Also das ist ja das Gleiche. Oder ich sage ja, wenn der Dani Stricker nicht der Dani Stricker wäre, wäre die geilste Figur seit der Uriella. Ja. Du könntest mit dem Typ so viel geiles Zeug machen, medial. Das Problem ist halt Botschaften. Oder? Genau. Wo du dann halt eben mittransportierst. Ja, und das ist ja bei so einer Uriella eigentlich harmlos gesehen. Ja, also eben bei so ein paar, die dann Badwannenwasser bestellt haben, ist einfach nichts passiert, oder? Und da ist da halt dann schon eine andere Liga. Auch wenn es mittlerweile eine Regionalliga ist. Ja. Hat ein bisschen verloren. Also. Ja, ich habe mich gefragt, was passiert, wenn dann halt die Covid-Welle so ein bisschen durch ist. Was zum machst Glück du? Hat ja der Putin noch den Krieg gestartet. Das tun wir einfach als einzelnen Satz. Genau. Da kann man rausnehmen. Da kann man ohne Kontext wieder schöne Dinge machen. Das ist das erste Mal, wo ich nicht einfach wird schreiben, Feel Good Podcast. Feel Not So Good Podcast, Minute 56. Nein, auf der Zitat. Genau. Stefan Büsser, Doppelpunkt. Zum Glück hat Putin den Krieg gestartet. Ja, das kommt gut. Ja, nein, aber ich wüsste nicht, was die würden machen, wenn es jetzt nicht ein neues Narrativ gefunden hätte. Wobei eben, wahrscheinlich hätte es dann die Strompreise gefunden oder die Energiekrise oder irgendetwas ist immer. Oder? Was ich geil finde, ist beim Dr. Daniele Ganser, wo jetzt eben auch der Krieg als Vortragsthema hat. Darum gibt es Krieg in der Ukraine. Und da bin ich auch halbwissend, ich bin nicht selber dort gesehen, aber was ich gehört habe, es ist dann eigentlich der gleiche Vortrag wie immer. Ja, es ist NATO und es ist... Genau. Und ich habe mal so ein Video geteilt von ihm. Ah ja? Ja, also auch da, oder? Jetzt, wenn wir da kommen zurück auf das Thema vom unwissenden Früheren, da bin ich ganz frisch sogar bei SRF 3 gewesen. Und dann hat er ein Video gemacht zum Irakkrieg. Ich habe vorher noch nie in meinem Leben von dem Menschen gehört. Oder? Mhm. Und habe einfach gesehen, wie er da erklärt, eben, wo NATO das Zeug stationiert hat und warum der Irakkrieg eben ein riesen Verbrechen war von den Amerikanern und so. Und habe gefunden, mal, tönt schlüssig. Also auf meinem privaten Profil teilt. Und bin arbeiten und drei Stunden später kommt der Mario Toriani und sagt, du, das Video. Schwierig. Und dann dachte ich, wieso stimmt ja alles? Und dann sagte er, geh mal schauen. So, schick dir 3 Links. Auch Kontext, oder? Faktencheck. Yeah. So, hast du wieder gelöst. Ja. Aber eben, das ist ja schon ein Grund, warum so Leute viel Publikum erreichen. Also, ja, mit Populismus ist halt, ja, also im Grundsatz, in seiner Grundsatzhaltung, wir sind eine Menschenfamilie und wir wollen alle nur Frieden. Da ist ja gar nichts entgegenzusetzen. Das, was ich sagen wollte, das Schlimme ist ja, dass 90% bei 90% denkst du, absolut, voll. Einverstanden. Aber die 10%, die dann eben... Entscheidend sind. Ja. Die sehr entscheidend sind. Ja. Dort geht es. Aber... In eine ganz lustige Richtung. Ja. Und das müssen wir mega gut verpacken, dass man nicht merkt, dass jetzt gerade das eigentlich Stoppschild schon gekommen ist und man weitergefahren ist. Ich habe ein Event gehabt in einer Location, wo auch kurz vorher, ich glaube zweimal sogar, eben den Vortrag gehalten hat. Die Leute sind noch da gewesen. Zum Teil hast du das Gefühl gehabt. Das Gefühl gehabt, die sind sitzen geblieben. Weil ich habe dann eben nicht geile, nur in der Schule. Nein, ich habe dann geile Geschichten gehört, wie halt dann, weißt du,
Ah, du bist auch in dem Event gewesen, übrigens. wo es dann geheißen hat, wo können wir unsere Camper anstellen vor der Location? Wo ist denn das? Unsere Camper-Van. Wo dann halt einfach irgendwelche Zuschauer gefunden haben, ja, wenn der ganze Red haltet, da kommen wir dann mit unserem Büssli und das stellen. Ist der ganze vor uns gewesen oder nach uns? Vor uns. Darum habe ich dann halt alle die Geschichten erfahren. Und irgendwie... Ich weiß gerade nicht, welches Event das war. Ein grosser Raum in Basel. Ah. Ja. Ja. Und wie du weißt, dort drum, sehr schön. Und dort drumherum auch viele Campingstellen. Nicht mal so. und auch geil so, irgendwie, was ich gesehen? Ah, ja, Menschen, die schon nur, dass sie irgendwie ihre, keine Ahnung, so grosse Taschen nicht haben dürfen in den Saal hinein, haben sich dann von ihren Freiheitsrechten beraubt gefühlt und weißt du, so Zeugs, oder? Das ist immer schon geil. Ja, damit wir für dich jetzt auch noch schön in Twitter-Schlagzeilen haben, findest du, man sollte so Leute auftreten lassen? Ich habe nichts dagegen. Per se. Ich finde in so Sachen immer, wirklich, eben solange es nicht menschenrechtsverletzend ist, sollen alle machen, was sie wollen. Also, ich erwarte ja, auch in der Comedy gibt es Leute, wo ich auf der Bühne, ich mag sie privat sehr, aber wo ich auf der Bühne finde, war jetzt nicht my cup of tea. Ja? Mhm. Auch thematisch und irgendwie, das geht mir ein bisschen fest in die Richtung. Und, so. Und nie im Leben würde ich mir anmassen, denen drin zu schwätzen, die nicht auftreten zu lassen oder was weiß ich, weil ich im Gegenzug das auch erwarte für mich, wenn ich so finde, in diesem Bereich wollen wir ja alle einfach eben das machen, wo wir Lust haben und eben es gibt zum Glück gibt's ja sehr klare Richtlinien, Regeln, wo auch alle checken. So. Und darum denke ich dann auch bei so einem ganzen... Ich bin fasziniert davon. Und ich bin auch immer ein bisschen neidisch, weil wir füllen die Halle einmal und auch kommt eine Woche vorher und füllt sie zweimal. Das kostet immer so viel. Genau. Und, so, ja. Und wir haben noch andere Leute dabei und so. Und ich bin sehr fasziniert. Einmal haben wir das thematisiert, wo die Arena gesehen ist, natürlich damals. Dort habe ich noch von Mutzenbecher gemacht, meine Webshow. Also die ganze Arena war. Genau. Ja. Was ich wirklich absolute Shitshow gesehen habe. Ja. Und dort habe ich dann so ein ganz kurzes Ding gemacht über so Aluhut und keine Ahnung was. Und dort auch wieder, das, was du eigentlich ganz am Anfang gesagt hast, gell? In der allerersten Folge haben wir uns über den Blocher lustig gemacht und das hat SRF intern wahnsinnig viel Diskussionszeit gebraucht, bis wir die Jokes so haben dürfen senden, wie wir sie dann gesendet haben. Weil sie Angst hatten vor Klagen und was weiß ich. Das hat keinen Schwanz interessiert. Ja? Nicht einmal noticed. Vielleicht hat es jemand gesehen, aber es ist nicht einmal anerkannt worden, dass man es gesehen hat. Also logischerweise. Einfach die nächste. Ja, und jetzt sind Politiker ja auch Profis. Eben. Also, da müsstest du wirklich schwerst eher verletzend sein, bis die Familie Blocher findet, das geht nicht. Genau. Und das, also, das muss man allen, ich glaube, ziemlich allen Politikern von links bis rechts gut halten. Sie wissen um ihre Rolle und sie wissen darum, dass sie exponiert sind und dass sie halt auch Jokes mit über sich ergehen lassen. Genau. Die Rechten, finde ich, können sogar noch ein bisschen besser als die Links. Und? Oft. Nicht alle. Dann habe ich ein paar Folgen später das Verschwörungsding gemacht und habe nicht einmal zum Beispiel ihn per se angegriffen, sondern eben mir auf so ein bisschen so, ist dir schon mal aufgefallen, das und das. So. Und dann sind unsere Kanäle innerhalb von 2 Stunden aber überschwemmt worden. Das habe ich eigentlich noch nie erlebt. Und nachher dann nie mehr. Sonst machst du einfach eben so im kleinen Kämmerli machst die Zeugs für irgendwie ein paar Leute und so. Und denkst, okay, das hat mal vielleicht jemand gesehen, das vielleicht eher nicht. Und dort irgendwie, nach Facebook natürlich, gell, 300 Kommentare, alle fast genau gleich geschrieben, wo du wirklich merkst, boah, das ist schon geil organisiert. Darum versteht der Ganze auch so viel Angriffskrieg, oder? Er hat ja eine eigene Armee. Genau. Die ist halt einfach im Netz unterwegs. Aber innerhalb von eben 2 Stunden. Und zwar, keine Ahnung wie, aber in irgendeinem Forum. Schau mal da. Ich finde, wir müssen jetzt alle schnell. Und alle finden, ja. Und dann machen sie tak, 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 tak. Copy-Paste. Und dann passt sie, oder?
Aber findest du, man sollte so Leute nicht auftreten lassen? Ich hoffe, die Frage kommt nicht zurück. nein, ich unterschreibe deine Meinung hier 1-2. Ich glaube, du kannst Dummheit nicht mit Auftrittsverbot beenden. Also, yeah. Leute, die so Zeug wollen glauben, werden es glauben, ob der Daniele Ganser das jetzt im Internet erzählt oder ob er es auf einer Bühne erzählt. Ich finde, das Ziel muss sein, Aufklärungsarbeit so weit zu betreiben. Und da nehme ich vor allem auch die klassischen Medien in die Verantwortung, dass die Leute halt checken, warum dass es eben populistische Menschenfängerei ist. Die letzten 10%. Und ich glaube nicht, dass wir das lösen können, wenn wir einfach sagen, so Leute müssen wir mundtot machen. Dass, solange es im gesetzlichen Rahmen ist. Oder? In dem Moment, wo zu Zeug aufgerufen wird oder so, finde ich es ganz schwierig. Wenn einfach Dummheit verbreitet wird, ja, mein Gott, also dann müssen wir auch den Bachelor verbieten. Also, ich bin grundsätzlich nicht so ein Verbotsfreund. Also, in der Kunst, und da wollte ich jetzt das Ganze überhaupt nicht dazu erzählen, auch bei uns jetzt. Oder? Das ist schon ein bisschen Kunst. Das ist eine Kunst der Verführung. ja, ich finde grundsätzlich. Ja, ich bin da sehr liberal eingestellt. Also ich glaube immer noch an das Gute und an das Gescheide, weil klar hat man eben, wenn man dann das mal erlebt, das habe ich während Corona auch gehabt, welche Schwämme an Menschen, die jetzt halt, sage ich jetzt nicht mega, mega weit vorausdenken, einem dann da plötzlich versuchen, die Welt zu erklären mit sehr einfachen Argumenten. Wo du denkst, ja, aber also, es ist einmal Google und du siehst, dass es nicht stimmt. Auch bei Google findest du immer genau die Behauptung, die du willst. Ja, aber also das muss ich auch sagen, oder? Aber ich sage jetzt mal, Medien, es ist immer schwierig, wenn man die Medien sagt, es sind natürlich Einzelne und ich kenne so viele Journalistinnen und Journalisten, die super Arbeit machen und ich will die auf keinen Fall in den gleichen Topf rühren, aber so das, was man medial wahrnimmt, versuche ich es mal so zu formulieren, ist halt dann teilweise auch, also wir haben es jetzt auch selber gemerkt, eben teilweise auch einfach hure unsauber geschaffen. Und das nährt natürlich all die Leute, die sagen, die Medien lügen, sie erzählen euch nicht die Wahrheit etc. Also, sie machen es diesen Leuten dann teilweise auch huren einfach, indem sie einfach unpräzise sind. Und dort kommt ja dann auch wieder die Selbstverantwortung, die dann eben so fast eine Selbstbestimmung wird, oder? Ja. Dass man dann sagt, weil eben die eh nicht die Wahrheit sagen, muss ich selber. Genau. Muss ich selber schaffen, ja? Und was ich herausfinde, das ist aber, das ist der wahre Shit, oder? Sie bestätigen ja Leute ihrem Gefühl. Ja. Oder? Gefühle sind halt leider keine Fakten. Aber wenn dann einer sagt, ja, eben siehst du, die anderen haben es falsch gesagt, und darum kann ich euch bestätigen, es ist so, wie ihr denkt, dann braucht es bei einem einfachen Gemüt natürlich nicht viel, dass der Groschen geht. Ja, und das ist ja, um eben zu der Arena zurückzukommen, mit dem Ganser, das ist ja dort der Steilpass gesehen für ihn. Ja. Dass effektiv sie nicht das ganze Mail abgebildet haben und wirklich einfach... Eben, wirklich, das ist unsauber geschafft. Ja, du machst dann so einfach. Mega. Es ist... Und eben, in so einem Fall ist es dann noch entscheidend. Jetzt bei mir, wenn so Zeug passiert, ist immer so, ja, im schlimmsten Fall habe ich einen kleinen Schaden davon, aber der Welt passiert gar nichts. Aber eben, wenn es dann so größere Sachen sind. Aber ich sehe es im Kleinen jetzt. Klassisches Beispiel, auch diese Woche wieder, ist der Fokus mit dem Baschi rausgekommen, wo ich ihn aufs Thema Alkohol anspreche und sage, Baschi, ich frage dich das so, wenn ich dich das als Freund noch nie gefragt habe, hast du ein Problem mit dem Alkohol? In den Medien ist jetzt überall, es hat ein Medium hat das aufgenommen und alle anderen, hast du gemerkt, haben es einfach dem Medium abgeschrieben, weil sie haben den Satz geschrieben, Baschi, ich möchte, dass du mir das als Freund beantwortest, hast du ein Problem mit dem Alkohol? Völlig unterschiedlicher Satz, ganz einen anderen Ansatz. Und es wird einfach zack von einem Medium ins nächste übernommen. Niemand ist nachlesen, die Passage, ob sie so natürlich, stimmt. Natürlich, natürlich. Und das meine ich, das ist einfach unsauber geschafft, das ist jetzt überhaupt kein Drama in dem Fall. Aber man fragt sich dann als Konsument oder in dem Fall von mir als Hersteller, nein, ja gut, also wenn es nicht mal das herbringt, etwas abzutippen, was ist dann bei den wirklich wichtigen Themen? Oder? Dort finde ich halt, da erweist man der eigenen Zunft wirklich einen Bärendienst. Ja. Yeah. Und hat er eins? Er hat sehr lange Antwort gegeben. Mit dem Subkontext, ich schaue mir nicht so gut, wie ich sollte. Ja, ja. Wir haben ihn bald. Man kommt bald in viel gut. Ich finde, er hat Podcast. So
Also ich wollte jetzt nicht für andere Podcasts Werbung machen, schon gar nicht für einen eigenen, aber es ist wirklich ein mega schönes Gespräch mit ihm. Ich höre es auf jeden Fall noch. Also ich habe auch zur Vorbereitung euer Gespräch gehört, weil ich finde, ja, du merkst einfach, wenn man ihm Zeit und Raum gibt, so die ersten 3-4 Minuten, probiert er ein bisschen den Boschi zu ziehen und ein bisschen lustig und so. Yeah. Und nachher wird er so, wie wir ihn kennen. Und dann ist er ganz ein anderer Typ. Und das ist ja das Geile an ihm. Er ist ja wirklich einfach, es wird ja so gar mit dem Begriff Authentizität um sich geworfen und so, oder? Das tut mega hochgestochen. Aber, Authentizität bei ihm. So, weißt, ich finde, das passt nicht zu ihm. Bei ihm ist einfach er kein Filter. So. Aber eben, er ist einfach, wie er ist. Ja. So. Ja. Und er bleibt so, wie er ist. Aber sie, alles schon in Songs verarbeitet worden. Aber es ist effektiv so, oder? Yeah. Und was ja wirklich, wirklich faszinierend ist an ihm, ist, wie will ich sagen, bei den Menschen effektiv das auslöst, was ich sonst bei niemandem sehe, wie wirklich alle das Gefühl haben, Er ist ein Teil von ihnen. So, einfach so, das Baschi national, das kommt auch nicht von ihnen. So, oder? Einfach so, ja, der Baschi. Und er ist auch dabei. Er ist sich nicht schade dafür, dass, wenn auch irgendjemand kommt und jetzt findet, mach noch das und keine Ahnung was. Also, er hat so den Drang, zu unterhalten. Ja, es ist nicht einmal ein Drang. Er hat im Gespräch gesagt, er sagt, er muss. Weil das die Erwartung ist. Ja. Weil er sagt, ich bin nicht ein respektierter Musiker. Also wenn ein Dabu kommt, wenn eine Bühne kommt, dann weiss ich, das sind Musiker, die haben eine Gitarre, das Klavier, das sind richtig gute Musiker. Er sagt, ich muss Unterhaltung machen, weil als Musiker nehme ich niemand ernst. Und ich meine, das ist so entwaffnend ehrlich, gleichzeitig auch sad, aber auch schön, weil er hat trotzdem eine Uhrenkarriere angelegt. Und ich habe ihn im Gespräch gefragt, also, wieso ist dir nichts peinlich und du kannst dir wirklich alles erlauben und die Leute verzeihen es dir immer. Und sagt, ja, ich glaube, wie sie merken, ich bin ein lieber Sieg. Und das ist es und das ist er ja auch. Also er ist wirklich so ein todlieber Sieg, oder? Und ich habe das, ja, also wirklich so ein schönes Gespräch gefunden. Ich bin total happy. Talana hat mir nachher ein WhatsApp geschrieben, wie unglaublich schön, dass es Segi hat, eben, dass man jetzt mal die andere Seite von ihm gehört und so. Und ich dachte, ja gut, hätte ich auch den Feelgood-Podcast können hören, aber danke. Macht halt niemand. Ja, nein, aber ich glaube, das ist wirklich etwas, wo ihn extrem auszeichnet, wie authentisch er ist. Oder eben, ich sage, er hat wirklich einfach keinen Filter. Es geht aus dem Bauch direkt zum Maul aus. Absolut, absolut. Manchmal aus dem Kopf, aber mehr aus dem Bauch. Ja, wenn er sich es vorher überlegt. Man hat auch zweimal hat er sich eigentlich einfach selber eine Frage gestellt im Gespräch. Also, jo, weißt du, wenn du mich jetzt gefragt hättest, mit welchem Gefühl kommst du her, hätte ich dir gesagt. Okay, Frage macht er auch noch selber. Nein, man hat sich Gedanken gemacht im Vorfeld, yeah, das merkst. Yeah. Oder? Yeah, weißt du natürlich auch, wenn du im SRF3 Fokus eingeladen bist, ja, jetzt kannst du nicht einfach Bullshit erzählen. Also, Das ist ein Gespräch, wo nachher relativ viel Aufmerksamkeit bekommt. Was hast du dir für Gedanken gemacht, bevor du hierher gekommen bist? Ja, gar keine. Tatsächlich. Also, bevor ich hierher gekommen bin, weil wieder im gleichen Gebäude ist, noch einen Kaffee trinken mit dem Vujo. Das ist mal grundsätzlich, wenn du dort in den Gedanken leer reingehst, bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Ja, und sonst bist du noch. Und sonst bist du noch. Ich liebe ihn. Das ist großartig. Also, er ist von der Veranlagung her natürlich jetzt nicht mega weit weg vom Baschi. Oder? Also, auch das könnte man jetzt aus dem Kontext nehmen. Und natürlich. Ja. Ja, nein, aber ja, das sind die zwei. Ich würde ihm auch die gleiche Frage stellen, das Problem mit Alkohol. Aber nein, ich glaube, er ist so krass. Also, ich meine, er war so entwaffnend ehrlich gewesen. Beim Schawinski damals auf SRF1, wo du merkst, der Schawi hat einen Tag eingeladen, um ihn jetzt mal richtig vorführen. Und er ist so aufgelaufen. Gesagt, du bist ein Idiot. Der Schawi ist so aufgelaufen. Und er hat gesagt, okay, Mujo, du hast das gemacht, das und das. Findest du nicht, das ist peinlich? Ja. Und fertig ist die Diskussion. Ja. Und der Koschi hat einfach Widerspruch erwartet und der ist nicht gekommen. Und auch, ja und ist halt so. Ja, ist nicht mir egal. Ja, ist okay. Und dann weiss ich, aber. Du hast gemerkt, der struggle komplett, oder? Das habe ich zweimal erlebt beim Xavi. Beim Vujo und beim Mike Müller. Ja. Ja, der Mike macht es natürlich einfach auf die gescheite Art. Oder? Genau. Es gibt kein kleines
Stellen, wo man sich irgendwie könnte dran reiben oder so. Sondern einfach... Nein, du kannst so. Nur so... In dem Moment, wo du natürlich Parole bietest, in dem Moment verwacht er. Oder? Genau. Also das ja. ist der, der schlafende Hund, der du weckst. Sonst ist er so... Ist so aber ich habe ja die Show gesehen, wo die Comedy-Männer live gemacht haben ja. in Zürich, wo er euer Überraschungsgast gesehen ist. Und dort habe ich gedacht, er ist ja auch ein bisschen altersmild geworden. Ja, sicher. Ja, ja. Gell? Wahnsinnig ja, entspannt. Und langsamer und also... Auch wenn man so siehst, laufen und so. Ich habe an der Zeltgala gesehen im Frühling. Und hast du wirklich gemerkt, er ist ein alter Mann geworden. Mhm. Und ich sage das überhaupt nicht despektierlich, aber du merkst halt einfach. Also auch er ist nicht unsterblich, oder? Ja. Yeah. Und gleich, ich höre jede Woche Roger gegen Markus. Das ist mein absoluter Lieblingsformat. Ich finde das so geil. Und er ist immer noch da. Er ist immer noch wach. Es ist die Vorstufe Joe Biden. Wo du weißt, ewig würde er es nicht können machen, wenn er einfach auch ein bisschen muss schützen. Aber er ist noch so krass wach. Und du hast aber selber gemerkt, er merkt ja auch, dass er älter wird. Ja. Yeah. Weil in dem Moment, da ist es gerade gestern darum gegangen, eben, dass Joe Biden eigentlich wirklich gezahlt worden ist. Also, wenn du seine Aufträge siehst, merkst du, das geht nicht nochmal 4 Jahre. Also es ist absurd, dass der nochmal antritt. So. Mhm. Und der Roger hat sich so aufgeregt über die Haltung, weil er findet, das geht doch nicht und das ist Altersrassismus und der ist noch völlig fit und so. Und du denkst, da ist einer selber auch ein bisschen triggert, oder? Er hat es wirklich Altersrassismus genannt. Was ein großartiger Begriff ist das ja. Ja, ich bin ja ein bisschen gestolpert bei dem. Ich dachte, nein, ich glaube, das ist nicht richtig formuliert. Aber ich weiß, was er meint. Ja. Oder? Ja, so er war es ja. Aber eine fucking Legende und hat abgedruckt auf dieser Bühne. Und dort ist er halt einfach, ein Showross, oder? Ich meine, der hat ja nicht gewusst, auf was er sich einlässt. Yeah. Ich habe ihm angerufen, ein paar Wochen vorher, und gesagt, hey, schau, wir hätten dich mega gerne als Gast im Volkshaus und sein Volkshaus. Ja, dort habe ich ja mal den Jimmy Cliff veranstaltet. Ja, nicht wegen dem. Schau, wir haben einen Podcast dort und so. Und, weißt du, den habe ich Koffer an, habe ich noch eingetragen. Ja, Roger, es geht nicht um den Jimmy Cliff an dem Abend. Ja, aber kann ich auch erzählen. Ja, kannst du erzählen. Ist gut. So. Und hat gesagt, okay, für dich mache ich das. So wie wenn wir seit Jahren befreundet wären. Ich habe 10 Minuten vorher seine Nummer bekommen. Und dann nachher ist er an dem Abend gekommen, ja, extra nochmal versichert, am Tag selber nochmal geschrieben, gell, du kommst dann und so, und ja, alles gut, komm. Dann habe ich den am 7. abgeholt, dort beim Backstage-Eingang vom Volkshaus. Dann sagte ich, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Ja. So, und dann sind wir da und gesagt, ja, wir haben 3/4 Stunde Show, da kannst du hinter der Bühne zuschauen. Dann habe ich schon gemerkt, das findet er schon mal nicht so geil. Und nachher in der zweiten Hälfte... Ich komme ja, wirklich. Und in der zweiten Hälfte haben wir dann einen Tag, eine halbe Stunde mit dir und so, okay, was haben wir da? 300-400 Leute? 1200? Nein! Das kann nicht sein. Nein, alles voll. So. Und ab dem Moment, wo ich ihm gesagt habe, das sind 1200 Leute, haben die Augen geleuchtet. Yeah. Hast du gewusst, jetzt hat er schon. Ja, logisch. Und das ist wirklich, und er drückt ab und er ist einfach eine Legende, er ist riesig. Und auch Backstage so nett gewesen. Und ich habe dann gesagt, meine Mami war früher noch ein bisschen verliebt in dich, weil sie ist damals auch auf dem Bürkliplatz mit dem Radio 24-Fanli demonstrieren, damit der Sender weiterkommt oder endlich auf Zürich und legal wird und so. Ja, okay, die ist Mami, auf mich gestanden. Und dann ist dann meine Mami Backstage gekommen und hat die unterhalten vom Schönsten, wirklich. Und es ist, also, ja, es ist ein geiles Sieg. Das hatte ich mit dem Klibi und mit dem Benny Thurn her. Das sind halt auch einfach so fucking Legenden. Yeah. Und ob Benny Thurnherr nicht kennt vorher, Primetime-Show, und er auch eben keine Ahnung hatte, einfach wirklich so, kommt irgendwann, sagt, okay, das ist da, ja, da gibt es Brötchen, super. Und dann ist er ganz entspannt auf der gesessen und ab dem Moment, wo er auf der Bühne ist, hat er abgedruckt von A bis Z und einfach jenseits. Showgross. Absolut. Und der Klibi natürlich ist auch jenseits. Großes Kino. Weil dort ist natürlich dann meine Mutter auch noch gekommen, ja. Wo vor allem sie hat mir erklären, was für ein Fan ich gesehen bin und so, oder? Und also das sind einfach. Ich weiß nicht, ob es eine andere Zeit per se ist oder ob einfach mit einem gewissen Alter und einer gewissen Erfahrung kann so werden. Aber das sind einfach. Es gibt zwei so Show-Legenden, wo ich bewundern, wie fest die am Puls von der Zeit noch sind. Das ist der Klibi, zum einen. Ja. Das Jahr haben wir im Donnerstagjahr gesehen. Und dann sagt er zu mir, ja, es war nicht nötig, was du gesagt hast. Gell? Ich so, also wo jetzt? Ja, da in dem Podcast. Und so.
Zuerst mal, was der Klibi los Podcast. Dann habe ich gesagt, hilf mir schnell, was habe ich? Ja, du hast gesagt, ich sei einer der liebsten Menschen auf der Welt. Und da habe ich mich wirklich erinnert, dass ich das in einem Podcast gesagt habe. Und habe gedacht, krass, also erst was der Klibi los Podcast. Ja. Er müsste ja wirklich nicht, oder? Und noch extremer ist der Wamm. Der Wamm, absolut. Der Wamm schaut... Der ist am Tisch gesessen. Ja, der schaut YouTube-Sachen. Der und der Peach. Alter, der Peach ist ja auch... Ist er up-to-date mit massiv so... Massiv informiert. Wirklich? Yeah. Also, dass er, der Peach ist ja einer der meist unterschätztesten Intellektuellen von unserem Land. Yeah. Wenn du mich fragst. Der ist so blitzgescheit, oder? Yeah. Und ich sage das jetzt nur, um überprüfen, ob er es auch schaut. Aber... Nein, er ist wirklich so fucking smart. Der Typ, den haben wir auf der letzten Tour dabei gehabt. Und einfach, du kannst mit ihm über alles reden, hat immer einen Anknüpfungspunkt. Mhm. Und immer eine Meinung und immer eine, wo du denkst, okay, fuck ja, du hast recht. Mhm. Und der Wamm ist auch so einer, der hat damals wirklich früher, beim 3 hat er noch bei SRF 1 geschafft, sind wir im gleichen Gebäude gewesen. Und dann ist er damals wieder gekommen und hat gesagt, Zeppelin gestern da, weißt du, die vierte Szene, sagt das, verdammt geil. Es ist der fucking Wamm. Ja. Das ist so, das sind so die surrealen Momente. Das ist wie, wenn man das erste Mal den Michael Mittermeier angerufen hat, auf meinem Handy. Mhm. Und du sagst so, Michael Mittermeier ruft an und denkst, wie absurd ist das? Weil du bist ja für dich immer noch 16. Immer. Im besten Fall 18. Yeah. So. Aber du bist immer noch das Kind, das Fan ist von denen. Und dann plötzlich bist du gefühlt irgendwie, du bist natürlich nie in die gleiche Liga, aber du bist zumindest, du redest miteinander auf Augenhöhe. Mhm. Und das ist so absurd. Es gibt so viele von diesen Momenten, wo wirklich, wenn du kurz aus deinem Körper rauszoomst, denkst, wie ist das passiert? Yeah. Wie kann das sein? Yeah. Wieso bin ich jetzt da? What? So. Und das ist dann gleichzeitig so etwas schön Menschliches. Mhm. Also weißt du, wo du merkst, eben, es sind alles nur Menschen. Und das Schöne ist, eben, die haben das ja auch. Also weißt du, das ist, wo ich mit Maya Brunner geredet habe, oder? Weißt du, wo sie dann sagt, so ist mir gegangen in Monte Carlo, wo ja das heute ja gesehen ist, gell? Und das, also weißt du, das hört nicht auf. Und die Menschen, die sie dort gesehen haben, die haben das auch. Und das verbindet einem dann eben in der absoluten Menschlichkeit. Oder? Ich glaube sogar, der Donald Trump hat das, wenn er in den Spiegel schaut. Hä? Denkt, der geil sich. Nein, aber logischerweise, was hat der? Der ultimative Vaterkomplex. Ja. Yeah. So, also der hat, glaube ich, seinem Vater nie in die Augen schauen können. Wahrscheinlich. Also weißt du, so. Ja. Yeah. Nein, aber eben, das glaube ich jetzt schon so, eben, wenn du so ein Barack Obama bist, hast du wahrscheinlich jetzt auch nicht mega viele Leute, die du noch schauen kannst. Das ist wahrscheinlich schon noch schwierig. Ja, eben, wahrscheinlich hat das. Wahrscheinlich ist es irgendein Uni-Professor, natürlich. Weißt du, die Menschen, wo die beeinflussen, bevor du die Person bist, wo jetzt die Leute alle wahrnehmen, oder? Alle Vorbilder. Natürlich. Das, also, ich weiss genau, wenn ich mir einen Lehrer hoffentlich wieder mal sehe, dass ich fast zusammenklappe. Also, weil das so ein Held war für mich. Und der hat mir so viel geholfen für mich persönlich auf meinem Weg. So, weil er einfach die richtigen Sachen gesagt hat im richtigen Moment und mit mir Eindruck gemacht hat, sozusagen. Ich bin kurz davor, ein wirklich, wirklich grosses Idol von mir zu treffen. Also hoffentlich, es ist noch nicht bestätigt. Yeah. Aber ich habe für meinen nächsten Fokus Thomas Gottschalk angefragt. Ui! Und das fände ich dann schon. Jetzt fährt da, glaube ich, das Auto ins Studio her. Das fände ich richtig grosses Kino. Der Tommy. Ich habe jetzt angefragt, wegen, ist ja dann mit dem das fertig. Ja. Yeah. Ich habe auch mega fest Angst, weil der Thomas Gottschalk vielleicht dann auch ein Arschloch ist. Weißt du, ich habe Stefan Rath mal getroffen, not so cool gewesen. und jetzt habe ich ein bisschen Angst, aber ich glaube, also der Thomas Gottschalk ist dann schon noch eine andere Liga. Und ja, wir warten immer noch auf Bestätigung vom ZDF, dass das klappt. Aber das Krasse ist, wenn du ihn sonst zu einem Interview treffen willst, hat man mir kolportiert, kostet es 20.000. Wirklich? Für ein Interview, das nicht ein Promotermin ist, 20. Okay. Weiß ich nicht, bestimmt. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber vorstellbar wäre es. Ja, und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf den Check. Also, macht einen Freundschaftspreis. Gut, so wie der Wujo immer redet, ich habe ja schon ein langes Ziel, dass er auch mal da hockt. Tönt es auch immer so, als wäre es etwa das. Ja, machst du mal Offerte? Machst du mal Offerte, ja. Die Offerte ist eine Ziggy. Also, ist gut. Ich probiere es mal mit einer Ziggy.
Also bei mir jetzt nicht. ich würde sie weiter verschenken. Wann hast du den Rat mal getroffen? Als Blickpraktikant. Ah. Fun Story hat doch mal ein Special gemacht, eine Woche aus St. Moritz. Also es war natürlich gefaked. Sie haben einfach das TV-Totalstudio in so ein Winterstudio verkleidet. Und haben immer behauptet, sie sagen St. Moritz. Und immer wenn er zur Tür hinten raus ist, ist er tatsächlich St. Moritz aus einer Hütte rausgekommen. Also er ist einfach 4 Tage filmen in St. Yeah. Moritz. Einspieler. Yeah. Und hat die aber zu Köln abgedruckt. Mhm. Oder? Und immer behauptet, nein, nein, wir haben das TV-Totalstudio in St. Moritz nachgebaut. Oder? Also ein geiler Move. Und dann haben wir gewusst, dass er in St. Moritz dreht. Bin auch beim Blick gewesen. Und dann bin ich dort raufgefahren, in meiner Rolle als Blickbüßer. Und bin dort bei so einem Dreh, wo wir herausgefunden haben, er wollte auf der Popbahn oder irgendetwas drehen und so. Und dann war er dort gewesen. Und dann bin ich zu einem Mann und habe gesagt, ja, Stefan Büsser vom Blick, wir haben einen Interviewtermin. Mhm. Und er hat mich nicht mal angeschaut. Er hat wirklich, also wenn du jetzt, hat er so darüber geschaut und gesagt, ich glaube nicht, dass wir einen Interviewtermin haben. Und dann nachher habe ich gesagt, doch. Und gesagt, wer hat das bestätigt? Und ich habe vorher in meiner geistigen Umnachtung tatsächlich den Namen vom Pressechef von ProSieben rausgesucht. Yeah. Und einfach den Namen gedroppt. Mhm. Einfach gedacht, was kann schon passieren, oder? Und er hat gesagt, ja, der Joachim so und so, oder? Und er so, okay. Der Herr ProSieben. Ja, etwa so, oder? und er so, okay, 5 Minuten. Und dann habe ich wirklich 5 Minuten das Interview gemacht mit ihm. Damals noch in der Doppelfunktion, bin ich noch bei Radio Top als Moderator gewesen, mit dem Top-Mikrofon. Also aber nachher für den Blick noch geschrieben. Und dann, während dem Interview ist er dann ein bisschen aufgetaut. Dann ist es so wie, er hat gemerkt, okay, der ist okay, der will mir jetzt nicht irgendwie etwas Dummes fragen oder yeah. so. Dann hat er klassisch ein paar Schweiz-Fragen gestellt und so. Und dann am Schluss habe ich gewusst, okay, ich muss für den Reto Scherer, der wirklich der grösste Fan ist von Stefan Raab, ich muss irgendwie so eine ID heimbringen für den. Yeah. ID, das ist das, wo die Promis sagen, hallo, ich bin der und der und ihr hört Reto Scherer bei Radio Top, oder? Das habe ich für meine Mutter mit dem Campino gemacht. Und, gut, der Campino ist so selten in der Schweiz. Die Chance, dass du den Campino in der Gang von SRF 3 triffst, ist grösser, als dass der Reto von Gunther war. Also wirklich, ja. Anyway. Sorry. Auf jeden Fall habe ich dann ganz am Schluss gesagt, ja, wir sind ja da Radio Top, wir spielen jeden Morgen die Highlights von TV Total, das ist früher als Privatradio immer 45 Sekunden zugeschickt bekommen von der Presseabteilung von Joachim, die 45 Sekunden aus dem Stand-up von Stefan Raab. Wäre es möglich, ich weiß, sie machen keine Station ID, aber wäre es möglich, dass sie die Highlights von TV Total kurz ansagen für Radio Top mit Reto Scherer? Und dann hat er das wirklich gemacht, er hat ihm zwar Retro Scherer gesagt, der Retro Scherer, weil die Deutschen können Reto nicht sagen. Die kennen den Namen Reto nicht. Es ist ja ein richtiger Schweizer Name, oder? So ein Schweizer Name. Ja. Also hier ist Stefan Raab und jetzt gibt es wieder die Highlights aus TV Total bei Reto Scherer auf Radio Top. Und dann natürlich einfach, jetzt gibt es wieder die Highlights von TV Total rausgeschnitten und hat als ID im Scherer geschickt. Geil! Aber Retro Scherer wäre eine geile Sendung, die ihr machen könnt. Ja, ich glaube, er ist noch 2 Jahre davon entfernt. Ich bin mit ihm geflogen. Hast du das gesehen? Nein. Für Blick TV. Er hat am Rad geläutet. Also, ja, gibt es das noch? Das ist näher Retro jetzt dann schon. Ja. Aber ich bin geflogen. Ich war zu Hause am Grillieren. Und dann sehe ich Retro Scherer auf. Dann dachte ich, Leute, der Mond zurück ist schon abends um 7 Uhr. Dann geht es 2 Minuten, Reto Scherer ruft an. Ich dachte, okay, ja, ich rufe den Mond zurück. Er hat das 3. Mal angerufen und gewusst, gut, jetzt irgendetwas ist. Oder? Und dann habe ich abgenommen. Und dann sagt er, mein Freund, absoluter Notfall. Absoluter Notfall. Was ist passiert? Sagt er, morgen. Die Viola Amherd hat aber gesagt, für 1:48 fertig, Reto. Kannst du fliegen? Ich so, wie kannst du fliegen? Ja, Flugsimulator. Und was der Reto nicht gewusst hat, ist, dass ich der grösste Flugsimulator-Nerd bin. Also, dass du einen fucking riesen Flugsimulator daheim hast, ja? Ja, so riesen ist jetzt nicht. Also einfach ein Pedal. Ja, ja, also alles, was man braucht halt. Ja, aber es ist nicht ein Cockpit, das baut oder so. Nein, aber der Bildschirm simuliert das. So, voilà. und dann nachher habe ich zuerst gedacht, okay, jetzt nicht gerade ausrasten vor Freude, er darf das nicht anmerken, du spielst zuerst Hard to Get. Und gesagt, Mon ist blöd, heute Termin. Ich habe genau gewusst, ich habe keinen Termin, Mon. Ich muss schauen, ich muss noch etwas schieben, aber ja, ich sage das nachher gerade. So, abgehängt. Das Fleisch fertig grilliert. Nein, jetzt musst du mindestens eine Stunde warten.
Nach einer Stunde haben sie zurückgelegt und gesagt, ja, ich hätte den Nachmittagstermin noch etwas können schieben, kann ich kommen. Das ist übrigens gerade neben eurem alten Studio, hat es so einen Flugsimulator-Schule, wo wirklich, die haben einen kompletten 777 angebaut, also einfach das Cockpit, alles Originalteil. Und dann kommt dort so ein Swiss-Pilot, ein Originalen, der sagt, ja, eben da, gell. Und allein, als ich ihm die ersten drei Fragen gestellt habe, wie ab welcher Geschwindigkeit ist V1, V2, ab wann rotate, das ist dann, wenn du da abhebst, auf wie viel Stelle die Flaps aus dem schon die Augen rausgehen, also, ah, du kommst aber draußen und dreht, hallo, weißt du und so. Ja, ich habe früher als Kind ein bisschen abgenommen. Nein, das gibt's ja nicht und so. So, long story short, wir sitzen in der Flügerin und das heisst, dann habe ich gesagt, also darf ich den selber landen? Und sagt, nein, Autopilot macht das. Das kannst du nicht. Das ist wirklich ein Originalflugsimulator. Also, das ist wie richtig. Halt, und ich sage, okay, schon und so. Und dann hat er mir gezeigt, wie man den Autopilot einstellt und so. Und während unserem Probeflug, wo er das mir vorgeführt hat, steigt der Autopilot aus. Und dann nachher hat er gesagt, ja, mit dem ist das Teil vom Programm? Oder? Nein. Ah, wirklich? Und dann nachher, und dann sagt er, wir tun nachher schnell den Computer neu starten, das gibt es manchmal. Ja. So, okay, gut. So. Und dann nachher hat er alles geholfen, gell? Drin gesessen, hat er uns auf die Position gebracht und sagt, gut, da, jetzt Autopilot drin, tut der Autopilot drin. Ich mit dem Reto angefangen mit dem Autopilot rumschrauben, dass der richtige Kurs geht und so. Und dann geht es etwa 2 Minuten und plötzlich geht ein Alarm los. Und dann blinkt der Autopilot-Knopf. Dann hat der Autopilot rausgenommen, wieder rein da, schon 10 Sekunden geflogen, geht wieder der Alarm los. Wieder raus, wieder rein und der Reto, weißt du das? Das ist der Autopilot, der offensichtlich nicht funktioniert. Mhm. Dann ist der ausgestiegen. Da musste das Ding auf Hand landen. Und ich habe es geschafft. Wirklich? Ich habe ihn runtergebracht. Und das ist so, der Reto hat es nicht fassen. Der Swiss-Pilot ist nachher gekommen und hat gesagt, das ist echt gar nicht möglich. Wirklich? Also, hat er gesagt, also wenn wir jetzt wirklich in einer Notsituation gewesen wären, du hättest das Ding runtergebracht. Ich bin leicht versetzt auf die Piste, also das linke Rad war in der Mitte gewesen und rechts wärst du wahrscheinlich gerade noch so halb im Gras rein gewesen. Yeah. Gut, da hättest du wahrscheinlich nicht, aber überlebt hättest du es. Ja, was ja schon sehr wichtig ist bei einer... Ja, sagen wir es mal so, wenn der Herr Prigozhin mich im Cockpit gehabt hätte, wäre es vielleicht besser gekommen. Dann hätte er keine Speziallandung müssen machen. Wow. Der Maverick, hä? Ja, endlich hat es sich gelohnt, als Kind ein verstoßener Nerd sein. Keine Freunde zu haben. Ich habe wirklich, ich habe 8 bis 12 Stunden teilweise, bin ich an einem Samstag, Sonntag im Keller gesessen und bin Zürich, New York in Echtzeit geflogen. Ah, was eben. Recht dumm ist, weil über dem Atlantik passiert wirklich während 5 Stunden nichts. Hätte ich gerade fragen, aber ab und zu hast du einen Flugsimulator gemacht, oder? Ja. Damals noch mit der MD-11, die dann zu Halifax runter ist. Und das war mega ärgerlich, wenn du in Realtime geflogen bist und dann fliegst du so irgendwie LaGuardia oder so an und merkst, es kommt nicht gut und dann stürzt du ab. Dann bist du einfach über 8,5 Stunden für nichts im Keller gewesen. Ja. Aber wenigstens nur virtuell. Wenigstens nur virtuell, ja. Aber es hat sich jetzt gelohnt. Ich konnte jetzt dem Reto Scher auf Blick TV können beweisen, dass ich 777 könnte laden. Und auch geil, dass du die Viola Amherd ersetzt bist. Ja, ich wäre jetzt auch nicht der Erste gewesen, wo ich darauf tippt hätte, dass man als Ersatz für sie anfragt. Aber sie ist ja sehr cool. Ja. Hast du ihre Nummer? Nein, aber ich bin du mit der. Ja, das habe ich gesehen. Ja, das habe ich gesehen. In Dunstigiass hat sie Duzis gemacht. Dort habe ich ja zwar gesagt, also sie hat mit dem Rainer dann Duzis gemacht und hinter der Kulisse eigentlich mit praktisch allen, die dort gestanden sind. Und dann habe ich ihr aber gesagt, Viola, ich sag, im Fernsehen sage ich dir sie. Einfach weil ich finde, es ist komisch, wenn der Rainer dir du sagt, ich dir du sage, so, machen die das so unter der Wallis oder lustig und so. Und habe sie dann gesiezt in der Sendung, weil ich gefunden habe, es ist doch immer noch Bundesrätin und sie hat ja dann den härtesten Diss gegen mich gemacht. Ja, irgendwie, was ist denn mit dem Regen? Ja, irgendwie, ich habe ihr dann den Schirm gehabt, weil es hat angefangen zu regnen und dann habe ich gedacht, irgendwie im Fernsehen gesagt, ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich mal Schirmherr von einer Bundesrätin werde. Und sie irgendwie wirklich knallhart, ja, wir können auch zumachen, es macht ja schön, das könnten sie noch brauchen. Ja, weißt du, genau. Wirklich so, wow, als wirklich gerade Bundesrätin einen Witz über mein Äußeres gemacht, ich fühle mich diskriminiert. Natürlich. Und jetzt tust du das als einzelne Clips, tust du das online stellen. Ohne Kontext. Ohne Kontext. Ja, habe ich gemacht, aber es haben es alle gefeiert. Ah, oh, das finde ich schöner. Also du willst noch ein bisschen, aber... Nein, habe ich den Rekord eigentlich noch? Nein. Nicht mehr, oder? Der ist mittlerweile... Nein, also Besucherrekord hat ja der Charlie, oder? Der, ist ja der Besucherrekord hat der Charlie und der längere Rekord hat der Renato Kaiser. Also auch in der Länge vom Podcast. Okay. Und was sind es gesehen? Über 3 Stunden? Das ist so
tiefe Covid-Zeit. Ich so, glaube, nach dem ersten Lockdown, irgendjemand dort rum. Man hat Zeit. Und man hat auch nur aufgehört. Arbeitslose sind dankbare Gäste. Und man hat auch nur aufgehört, weil der Solti hat mir sogar einkaufen. Okay. Weil gerade denen haben sie immer am 7. alles zugemacht. Weißt du noch? Ja, ja. Nein, ich bin nie einkaufen. Ja, tatsächlich nicht. Nein, das stimmt. Das finde ich. Aber es, was ist noch gesehen? Sonntag, genau, Sonntag sind ja auch die Läden zu gesehen. Das war bei Tankstellen so absurd gesehen. Dann war so abgeklebt gesehen, was ja, du nicht genau darfst kaufen. Ja. Und so, oder? Und dort ist gerade gesehen, hey, ab dem 7. ist Covid stärker, darum machen wir am 7. die Läden zu. Und dann war also irgendwie 20 vor 7. gesehen und der Solti ist bei Zoom gerutscht. Vorletzte Woche der. Eben, gell. Vorletzte Woche der Daniel Koch gesehen zum Nachtessen. Und dann haben wir auch also über die Zeit nochmal geredet und wie absurd in der Nachbetrachtung gewisse Sachen gewesen sind. Yeah. Und gleich wird in den Job nicht eine Sekunde tauschen, die sie hatten. Also das. Nein, ja, bei allem, was man jetzt auch kann sagen, ja, eben, da haben wir übertrieben. Auch meine Meinungen sind natürlich in der Nachbetrachtung auch nicht alle richtig gewesen, mein Gott. Ja, aber gleich in dieser Zeit, das müssen wir jetzt entscheiden. Boah. Zum Glück weit weg. Genau. Ja. Darum schön haben wir können von Angesicht zu Angesicht. Ja. Haben wir können miteinander reden. Comedy Manor Tour startet am 22. Ist eh schon ausverkauft? Nein. Nicht? Nein, es hat, also Basel hat noch, Amriswil hat noch und Langquart hat noch. Basel mit Murat Yakin. Oh. Hoffe, du kommst. Wenn übrigens, es gibt also Hardcore-Comedy-Männer-Fans, die sagen, sorry, wir können nicht schauen kommen, an der Premiere in Bern, wir sind schon im Mutzenbecher. No joke. Wirklich? Ja, bin auch ein bisschen beleidigt. Langquart mit dem Arno Del Guto und Amuswil Benturama mit einem Haufen Leute gegeben. Ah, Waldklasse, Waldklasse. Da wird auch abliefern. Ja. Yeah. Also ein Leittelefon hätte man schon aufzeichnen müssen. Und einfach die erste Hälfte, jetzt einfach Telefon und ihm, den ich geführt habe. Hasi, hast du Zeit am 25. September, im Juli angerufen. Sagt er, 25. September, da weiß ich noch nicht, was ich mache. Dann habe ich gesagt, ja, kannst du mal nachschauen. Da, ja, Agenda. Dann sagt er, ja, leute mir 3 Wochen vorher nochmal an. Dann habe ich gesagt, Hasi, das geht nicht. Also weißt du, wir müssen kommunizieren und sonst muss ich einen Ersatzgast suchen. Okay, dann leute mir nächste Woche nochmal an. Am 1. Augustwoche angerufen, sagt er, also, es ist so, am 18. September bin ich bei der Banker in Zürich. Weißt du, ich werde mich reden hören. Am 23. September bin ich bei dort. Und dann hat er mir ein Shit, you not 10 Termine aufgezählt vorhin. Bis ich gesagt habe, Hausi, aber kannst du jetzt am 25.? Ja, 25. würde gehen. Und er kommt jetzt am 25. Bei uns im Podcast hat er, das ist der kürzeste Rekord. Was? Rekord mit dem Hausi, es ist der kürzeste. Hat er einen Termin gehabt, oder? Sein Telefon hat irgendwie 5-mal geläutet. Dann ist er ein bisschen nervös geworden. Ja. Und dann hat er nach, glaub, 3/4 Stunde gesagt, so, fertig jetzt. Jetzt ist aber gut, ne? Das ist wirklich so. Hast gemerkt, jetzt von einer Sekunde auf die andere hat es noch anschiessen. Ja. So, dann hat er gesagt, fertig jetzt. Ja. Der hat uns aber noch eine Stunde zugelabert. Ja, natürlich. Und ich so, Kollege, wir hätten doch einfach können, weißt du, kannst du einfach schon das Mikrofon laufen? Aber nein, er ist fertig. So, und nachher eine riesige Geschichte bis zum geht nicht mehr. Er hat mir sein Buch geschenkt, wo er unterschrieben hat mit Hallo Freunde. Also er hat nicht mehr gewusst, wie er heißt. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, er hat es gar nicht gewusst. Er ist einfach gekommen. Ich habe ihn mal fälschlicherweise angerufen. Das ist meine Lieblingsgeschichte. Als ich den Hausi gesucht habe, und im Telefonbuch jemanden, den du auch kennst, mit dem Namen Hansi drin gehabt. Und ich habe das ist ja immer noch, wie wir uns begrüßen. Ja, in der Hansi hat unsere Begrüßung. Ja. Und dann wieder am Hansi anrufen und habe mich verwählt. nein, am Hansi will anrufen und habe mich verwählt und bin beim Hansi gelandet. Und nimmt ab, ja. Und dann habe ich gedacht, oh fuck, das ist nicht der Hansi, weil eben der macht, ja. Man geht Nuancen raus. Absolut. Und dann habe ich gesagt, da ist der Stefan Büsser vom Schweizer Farbfernsehen. Ja, Stefan Büsser, was verschafft mir die Ehre? Sag ich, Hausi, jetzt wird es für uns beide ja kurz ein bisschen schwierig, aber ich habe gar nicht dich gesucht. Dann sagt er, das kann nicht sein. Alle suchen mich. Sogar der Papst läutet einmal pro Woche an, um zu fragen, was er soll predigen. Aber welcome.
im Gstaad, haben wir das komische Pommi-Griller gemacht. Dann hat er am Schluss, im letzten drei Tagen, hat er entschieden, er muss schnell eine Rede halten. Vor der gesamten Mannschaft, ja. Aber nicht vorbereitet, sondern halt einfach mal aufstehen und einfach mal schauen, was angeht, oder? Ja. Und dann hat er gesagt, und die Leute in der Stadt sehen mich und sagen, Herr Lüttenegger, was machen Sie in der Stadt? Und ich sage, wir machen eine Kochsendung. Und dann sagen sie, ja, können Sie kochen? Und dann sage ich, nein, ich will kochen. Fertig. So, jetzt langt's. Absolut. So, jetzt ist fertig. So, jetzt ist aber gut. Vielen Dank, Christoph. Und danke. Bis bald. Peace. Gehen wir Mutzi seine Tour schauen. Also, das hängst du sowieso wieder vorne an, oder? Ja. Hallo, Mutzi. Sie haben gute Nachrichten. Eigentlich könntest du es machen, das war ja, geil. Ja, gib mir den Flyer, wo sind Termine drauf? Ich gebe dir sie, was? Also, dann hat es einen schönen Bogen vom Anfang zum Schluss. Oder du musst es am Anfang nicht einhängen, je nachdem. Ich hänge dir mal rein. Du hängst mich rein, okay, gut. Ich bin übrigens eifersüchtig, dass du Fans hast, weißt du, wo du so benennen kannst, Mutzis. Ja, die haben ja sicher etwas. Ja, wir hätten ja bei den Quotis hätten wir das noch können machen. Ja, Quotis? Ja, eben. Aber wir heissen ja jetzt länger nicht mehr Quotenmänner. Und neben vielen anderen, wo ein Fehler war, den Podcast Comedy-Männer zu nennen, ist einer davon, dass es gibt keine Abkürzung. Comedy Männer und Frauen tönt wirklich wie die Ansprache von Christoph Bloch. Liebe Männer, liebe Frauen. Es ist wie so, ja, und liebe Comedy Männer, liebe Comedy Frauen ist ein blöder Einstieg. Also, dann tun wir jetzt das Ende der Folge. Der Podcast ist jetzt fertig. Genau, das Ende der Folge ist jetzt. Aber danke. Tschüss zusammen. Am Anfang könnt ihr jetzt nochmal hören, was du jetzt machst. Was ich jetzt mache. So, adieu miteinander. Oh,